Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von The Elder Scrolls Online. Und ja, wo waren wir zuletzt stehen geblieben? Wir waren hier noch in Auridon. Und ja, und ich wollte ja mit euch die Versorgerquest machen. Oder ja, nee, den Versorger hatte ich ja schon gemacht. Und das erste, was ich mit euch jetzt erstmal machen will, ist, Moment. Die unerschrockene Sicherheitsgarantie, Handwerk. Und zwar das mit dem Verzauberungszertifikat. Genau, wir hatten ja letzte Woche Verzauberungszertifikate, die Versorgungsquest ja schon fertig gemacht. Und Leute, ich muss es euch einfach nur mal zeigen, weil ich hatte ja mir die neue Erweiterung von The Elder Scrolls Online, ich glaube, das war The Grey Wolf, ich weiß es jetzt nicht, ich glaube, das war es. Und da habe ich was Schönes bekommen, das zeige ich euch mal jetzt. Und zwar habe ich wegen der Vorbestellung dieses schöne Pferd bekommen. Sieht das nicht einfach toll aus? Und ja, ich hatte ja das andere Pferd gehabt, dieses blutrote Pferd durch die Collector Edition von Summer's End. Genau, das war von Summer's End. Und ja, auf jeden Fall, als ich das vorbestellt habe und gesehen habe, dass ich dieses Pferd durch die Vorbestellung von der neuen Erweiterung bekommen habe, habe ich mich natürlich richtig drauf gefreut. Klar, es kommen noch andere. Es kommen noch andere Reittiere und auch ein Pet kommt noch mit dazu. Aber ich muss jetzt einmal gucken. Ich muss dahin. Wieso renne ich da lang, wenn ich hier lang muss? Ich muss wieder zurückreiten. Also ich bin falsch geritten. Entschuldigung, das passiert auch. Und ich brauche mir jetzt erstmal keine Sorgen zu machen wegen mein Inventar, weil ich habe eine extra Tasche für mein Handwerk, für die Handwerksmaterialien. Das heißt, ich kann fleißig sammeln und ich muss aber mir nicht gleichzeitig auch noch Angst haben, dass ich vielleicht was verkaufen müsste, aus den Gründen schon, weil ich halt im Moment immer noch 60 Plätze habe, leider. Aber da kümmere ich mich auch drauf, dass ich mehr Tascheninventar habe. Ich habe noch nicht herausgefunden, wo ich das machen kann. Nur gelesen, dass es einen extra Gepäckhändler dafür gibt. Yay, ein Gepäckhändler. Aber ich würde gerne erst mit euch das Buch hier holen. Und vielleicht mache ich auch die Folge etwas länger. Ich weiß es jetzt nicht genau. Statt eine Stunde, über eine Stunde, vielleicht auch zwei Stunden, je nachdem. Ich weiß es nicht. Und ja, ich finde das Pferd richtig toll. Also es ist wirklich fantastisch. Und auf jeden Fall, ich hoffe bis Mai, dass ich das schaffe, in den Endcontent reinzukommen von der neuen Erweiterung, weil ich freue mich riesig drauf, wenn ich da reinkomme. Und das heißt, ich müsste auch mehrere Aufnahmen machen. Das ist alles noch in Planung. Ich muss auch gucken, wie ich das alles geregelt kriege, aber bis Mai ist es ja noch weit. Und ja, erstmal lese ich euch das Buch vor. Geschichte der Kriegergilde Teil 1. Im Jahr 283
im 283. Jahr der zweiten Ära sah sich der Potentat Versidu Stai einem zerbröckelten Kaiserreich gegenüber. Die Vasallenkönigreiche in ganz Tamriel hatten neue Höhen der Rebellion erreicht und stellten seine Herrschaft offen in Frage. Sie verweigerten ihm die Steuern und verübten im ganzen Land Überfälle auf kaiserliche Garnisonen. Nach der Zerstörung seiner Festung in Dämmerstern, rief er den kaiserlichen Rat zum späteren Rat von Badmond zusammen, benannt nach der Stadt südlich von Dämmerstern, in der das Treffen stattfand. Dort rief der Potentat das umfassende und universelle Kriegsrecht aus. Die Fürsten von Tamriel sollten ihre Armeen auflösen oder seinen Zorn spüren. Die nächsten 37 Jahre waren die wohl blutigsten in der gewalttätigen Geschichte Tamriels. Um die letzten königlichen Armeen zu zermalmen, musste Versidu Shae viele seiner besten Legionen opfern und die kaiserliche Schatzkammer fast bis auf die letzte Goldmünze leeren. Doch er brachte das Undenkbare zustande. Zum ersten Mal in der Geschichte gab es nur eine einzige Armee im Land und das war die seine. Die Probleme, die unmittelbar auftraten, waren beinahe so überwältigend wie der Triumph selbst. Der Potentat hatte das Land durch seinen Krieg in die Armut getrieben, denn die besiegten Königreiche hatten ebenfalls ihr letztes Gold für die Verteidigung ausgegeben. Für Bauern und Kaufleute war der Lebensunterhalt gleichermaßen ruiniert. Zuvor wollten die Fürsten von Tamriel ihre Steuern nicht bezahlen. Jetzt konnten sie es nicht. Die einzigen, die vom Krieg profitierten, waren Kriminelle, die die Ruinen des gesetzlosen Landes ausplünderten. Sie hatten keine Verhaftung zu fürchten, da nun alle örtlichen Wachen und Milizen verschwunden waren. Dies war eine Krise, der Akavir vorausgesehen hatte, lange bevor er die letzten Armeen seiner Untertanen vernichtete. Leider hatte er keine Lösung parat. Er konnte seinen Vasallen nicht mehr ihre eigenen Armeen zugestehen. Doch das Land war tiefer in Anarchie gestürzt als je zuvor. Seine Armee versuchte, den Anstieg der Kriminalität zu bekämpfen. Doch eine zentrale Autorität stellte keine Bedrohung für die örtliche Unterwelt dar. Zu Beginn des Jahres 320 erschien ein Verwandter von Versidu Shae, Dinieras Fes, der Eiserne, mit einer Schar von Gefährten vor den Potentaten. Er war es, der einen Orden von Söldnerkriegern vorschlug, die der Adel anstelle eines stehenden Heeres anheuern konnte. Die Anstellung sollte temporär sein und ein Anteil des Solds sollte an die Regierung des Potentaten gehen, was zwei von Versidu Shae heikelsten Problemen lösen würde. Entschuldigung. Obwohl sie damals die Sifim genannt wurden, nachdem das Keyword für Soldaten nahm, damit die Organisation, die als die Kriegergilde bekannt werden sollte, ihren Anfang. Oh, cool. Ja, aber wir müssten ja eigentlich noch die Quest hier machen für die Verzauberung und
Oh, da ist ein Kobold. Jetzt guck ich, dass ich da nicht gleich in die Arme renne. So. Natürlich haben wir die jetzt auch. Und wie ihr seht, ist das jetzt in einer Extratasche. Zum Glück. So, und dann wollen wir mal schnell zurückreiten. Ah, ich finde das so klasse mit dem Pferd. Das Feuerpferd fand ich auch sehr klasse, muss ich auch dazu sagen. Aber für euch wollte ich einfach nur, dass ich das neueste Pad nehme, also das neueste Reittier. Jetzt muss ich einmal gucken, wo ich hin müsste. Ah, da, okay. Und ich habe mir einfach dann nur gedacht, okay, warum nicht das Pferd, was ich für die Vorbestellung bekommen habe. Und ja, dann reden wir mal mit Danel Teleno. Hallo. Sobald ihr drei Runen geborgen habt, je eine der Kraft, der Essenz und des Aspekts, beginnen wir mit dem Verzaubern. Ich habe sie. Euch ist womöglich ihr charakteristisches Blitzen aufgefallen. In der Tat, was ist unser nächster Schritt? Dann fängt die Arbeit am Verzauberungstisch an. Dort verbindet ihr je eine Rune der Macht, der Essenz und des Aspekts miteinander. Aus diesem einfachen Rätsel entsteht eine Glyphe. Und jetzt geht und setzt sie zusammen. Wie setze ich Glyphen ein? Jede Glyphe passt am besten zu Waffen, Rüstungen oder Schmuck. Setzt die Glyphe einfach in einen bislang noch nicht verzauberten Gegenstand dieser Art ein und die Verzauberung entfaltet ihre Wirkung. Ein Wort der Warnung. Sobald sie angewendet wurde, ist ihre Wirkung permanent. Wenn ich Glyphen zusammensetzen kann, kann ich sie dann auch auseinandernehmen? In der Tat kann man das. Bringt die Glyphe zu einem Verzauberungstisch. Dort könnt ihr sie extrahieren, um einige der Runen zu bergen, aus denen sie hergestellt wurde. Es sei angemerkt, dass das Extrahieren der Glyphen anderer Verzauberer euch wesentlich mehr lehren kann als das Extrahieren eurer eigenen Glyphen. Okay, leb wohl. Ja, wir sollen, aber hier ist erstmal ein Bücherregal, das Durchbrechen des Kreislaufs der Tyrannei von Lales. Die frechen jungen Königreiche des Bündnisses wollen das Kaiserreich der Menschen neu errichten. Sie sind zu unerfahren und zu unreif, um zu begreifen, dass das Kaiserreich ein misslungenes Experiment war, dessen Zeit um ist. Dies ist eine Krise für ganz Nir, und Tamriel darf es sich nicht erlauben, dass diese ungelehrten Barbaren Cyrodiil destabilisieren und unsere Bemühungen gefährden, eine Katastrophe abzuwenden, die die gesamte Welt vernichten könnte. Entschuldigung. Der Ebenherzpakt wird dem Dolchsturzbündnis nicht erlauben, eine weitere Dynastie kaiserlicher Tyrannen mit Blut an den Händen einzusetzen. Immer wieder in der Geschichte sind Menschenarmeen von den Rändern Tamriels her eingefallen, um seine Mitte zu erobern, und immer war ihnen ein kurzer Augenblick der Macht vergönnt, ehe sie in unvermeidliche Zwietracht und Zerfall abrutschten. Es wird Zeit, diesen zerstörerischen Kreislauf ein für allemal zu durchbrechen. Wir müssen die Armeen des Bündnisses besiegen, ihre Könige absetzen und deren zur Einsicht gebrachten Nachfolger für einen neuen Tamriel-Pakt holen, in dem weise Köpfe sie durchsetzen. Okay, irgendwo auch verständlich. Hier ist noch ein Bücherregal. Die Schlacht beim Bier. Ich weiß jetzt gerade nicht, habe ich die schon mal vorgelesen? Aber egal, ich lese die jetzt trotzdem mal vor. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die vorgelesen habe oder nicht. Ich habe heute die Schlacht beim Becher gewonnen. Ich habe die Schlacht beim Becher gewonnen.
Hoch habe ich ihn gehoben und dann runter damit. Ich habe die Schlacht beim Becher gewonnen. Ich habe heute die Schlacht beim Krug gewonnen. Ich habe die Schlacht beim Krug gewonnen. Hoch habe ich ihn gehoben und dann runter damit. Ich habe die Schlacht beim Krug gewonnen. Ich habe heute die Schlacht beim Fass gewonnen. Ich habe die Schlacht beim Fass gewonnen. Hoch habe ich es gehoben und dann runter damit. Ich habe die Schlacht beim Fass gewonnen. Ich habe heute die Schlacht beim Bier verloren. Ich habe die Schlacht beim Bier verloren. Runter damit, sagte ich noch, und schon lag ich am Boden. Ich habe die Schlacht beim Bier verloren. Okay. Ich weiß nicht. War das jetzt irgendwie, sag mal schnell, ein eine Trinkwette oder ein Wettkampf? Keine Ahnung. Kuroks Verrat. Nein, das habe ich, glaube ich, noch nicht erzählt, oder? Habe ich das euch schon mal vorgelesen? Nein, glaubt nicht, oder? Nein. Oder? Nein, ich glaube nicht. Ich muss echt mal eine Liste machen, dass ich weiß, was ich euch vorgelesen habe und was nicht. Kuroks Verrat. Ihr habt große Versprechungen gehört. Ein wiedergeborenes Orsinium. Die elfenliebenden Bretonen unserer Freunde, die verräterischen Rotwardonen unserer Verbündeten. Sie behaupten, wir seien willkommen. Sie behaupten, wir werden gebraucht. Alles Lüge. Kurok, der falsche Häuptling, erzählte euch, das Dolchsturzbündnis sei unsere Zukunft. Kurok, diese Soldklinge, die ihrem Stamm verlassen hat, die für Elfen und Gold Blut vergoss, während ihre Leute schmachteten und hungerten. Wenn es nach diesen zahnlosen Kümmerlingen ginge, würden wir in Ketten gelegt für die Bretonen und die Rotwardonen kämpfen, die uns abgeschlachtet haben. Heute ist irgendwie... Habt ihr unsere Brüder und Schwestern in Orsinium vergessen? Habt ihr vergessen, wer die Kampagne mit dem Ziel, die Schweinekinder zu zerschmettern, gestartet hat? Dieselben Bretonen und Rotwardonen, die sich von nun als Freunde ausgeben, wollten uns von Antlitz Tamriels tilgen. Jetzt, wo unsere Felder versalzen und unsere Häuser abgebrannt sind, bieten diese Feiglinge und Lügner an, uns das Land, das sie gestohlen haben, zurückzugeben. Sollen wir mit unseren Feinden Frieden schließen? Sollen wir uns auch noch dafür bedanken, dass sie zurückgeben, was sie uns durch üble Magie und Verrat gestohlen haben? Durchschaut Kuroks Gesäusel. Berücksichtigt seine feigen Taten und unsere Vorfahren, die ihr Leben ließen für unsere Freiheit. Dieses Dolchsturzbündnis ist eine Schlinge um unseren Hals. Sie wollen uns zu ihren Hunden machen. Erinnert sie daran, wie wir Orks sind. Wir werden niemals niederknien vor ihrem sogenannten Großkönig. Nieder mit Kurok, dem falschen Häuptling. Nieder mit Emmerich, dem Sklaventreiber. Ui, das war wohl ein Aufstand.
Und was ich auch in Erfahrung gebracht hatte, habe, war auch, dass The Elder Scrolls Online die Vorgeschichte ist von ja, jetzt überlege ich gerade. Ja, die Vorgeschichte von Skyrim ist. Ich musste jetzt echt lange überlegen, weil ich jetzt der Dykes nochmal nicht wusste, was ich jetzt gelesen hatte. Also mir lag es. Prüfe her, indem ihr je eine Rune der Macht, der Essenz und des Aspekts benutzt. Kehrt zurück, sobald ihr eine Absicht in eine feste Form verwandelt habt. Mir lag das zwar auf der Zunge, aber ich musste erstmal überlegen, weil mein Gehirn langsamer war als mein Mund und ich wollte jetzt nichts Falsches erzählen. Ich habe es geschafft, hier ist die Glyphe. Ihr solltet sie an einem Gegenstand anbringen, damit ihr die Wirkung der Verzauberung erkennen könnt. Ihr seid jetzt zertifiziert, um Verzauberungsschriebe zu erfüllen. Möget ihr die Geheimnisse nirgends entschlüsseln. Ja, danke schön. Und eure Beherrschung des Handwerks ist eindrucksvoll, aber noch nicht allumfassend. Ich kann euch immer noch etwas lehren. Ja, gerne. Erzählt mir mehr über das Alchemie-Zertifikat. Alchemisten sind die Meister der Elixiere. Sie fangen Magie für späteren Gebrauch in Flaschen ein. Doch ich kann euch immer nur in einer Disziplin zur Zeit zertifizieren. Ist doch eh das Letzte. Können wir mit eurer Ausbildung beginnen? Ich möchte als Alchemistin zertifiziert werden. Wie Meisterköche müssen auch Alchemisten die richtigen Zutaten sammeln, ehe sie ein besonderes Gebräu herstellen können. Seid ihr dazu fähig? Wir werden sehen. Ich verlange, dass ihr ein Lösungsmittel und ein paar Reagenzien besorgt. Danach werdet ihr mir einen Trank herstellen. Ich muss einen Trank herstellen, um zertifiziert zu werden. Ja. Alle alchemistischen Mixturen brauchen ein Lösungsmittel, eine reine Flüssigkeit als Basis. Und Reagenzien wie Kräuter und Blumen. Geht jetzt und findet ein Lösungsmittel und ein paar Reagenzien. Sobald ihr alles habt, was ihr braucht, kehrt ihr zu mir zurück. Wo finde ich Lösungsmittel und Reagenzien? Es gibt ein ruhiges Plätzchen in der Nähe mit Bergblumen und Akelei. Eine Quelle mit Frischwasser sollte dort ganz in der Nähe sein. Falls ihr dort nichts findet, dann geht in die Wildnis und sucht selbst. Wo finde ich sonst noch Lösungsmittel und Reagenzien? In der Wildnis. Ihr werdet überall Kräuter, Blumen und Pilze finden. Das sind die besten Reagenzien. Was die Lösungsmittel angeht, sucht nach sprudelnden Quellen in Seen, Teichen, Bächen und an Ufern und seht auch in versiegelten Flaschen nach. Die Reinheit des Lösungsmittels ist der Schlüssel zum Erfolg. Ich werde mit den Ingredienzen zurückkehren. Meine Güte, das sind teilweise richtig schwere Wörter. So, jetzt nehmen wir uns das Pferd und wir müssen hier einmal durch. Das heißt, wo bin ich denn jetzt? Ach, ich bin da. Also ich kann so rum. Okay. Ja. Auf jeden Fall, ja, wir immer, noch sind wir hier in diesem Dorf hier oder in dieser Stadt, in Vulkelwach. Und klar, wir machen erstmal das zu Ende oder zumindest die Quest hier zu Ende, bevor wir dann außerhalb gehen, weil es doch irgendwie sinnvoller ist. In eurer eigenen Heimat. Und dieser weiß es nicht. Ja, auf jeden Fall
weiß ich zum Beispiel, dass es hier noch eine Quest gibt. Nein, also ich weiß auch... Verzeiht bitte, ich habe eine Nachricht für euch. Ich weiß auch, dass... Jetzt habe ich den Faden verloren. Nur die seltensten mystischen... Wenn ich so dreist sein darf, ihr passt zu der Beschreibung, die man mir gab. Ich habe eine Nachricht, die ich euch überbringen soll, wenn es euch recht ist. Eine Nachricht? Von wem stammt diese Nachricht? Ein alter Magier hat mich angeheuert. Er nannte sich Abnur Tarn und behauptete, ein Kampfmagier in Diensten von Kaiser Varen Aquilarios zu sein, wenn ihr euch das vorstellen könnt. Er war recht beharrlich in seiner Forderung, dass ich euch finde und euch seine Worte genauso überbringe, wie er sie mir vortrug. Wie lautet die Nachricht? Vergebt mir, aber ich kann seinen überheblichen Ton nicht nachahmen. Der große Abnur Tarn bedarf eurer Unterstützung. Mit ihr können wir den Krieg der drei Banner beenden. Meldet euch umgehend, wenn nicht gar früher. Er bat mich, seinen Aufenthaltsort auf eurer Karte zu markieren. Okay, ich werde Abnur Tarn aufsuchen und herausfinden, was es mit alledem auf sich hat. Ja, aber das machen wir nicht jetzt, weil, wie gesagt, ich wollte mit euch zusammen und gemeinsam hier die Berufsquests hier machen. Und das Schöne ist, man kann zum Beispiel, hat wie jetzt gerade, alle drei Sachen auf einmal machen oder hintereinander halt. Und ich finde das schön, dass man so eine Auswahl hat an Berufen und dass man auch alle drei machen kann und nicht eins nach nur eins oder maximal von irgendetwas nur ein, also zwei maximal. So, und daher ist das ja schon für mich einfach nur fantastisch. Und klar, ich kann es kaum abwarten, dass ich in die nächste Erweiterung komme. Aber ich muss hier auch gucken, dass ich auch noch nach Elsweyr komme. Weil, wie ihr wisst, hatte ich ja das Tutorial gestartet in Elsweyr. Und ich hatte aber gesagt, weil ich kenne dieses Spiel nun mal nicht, habe ich halt gesagt, nein, ich will von Anfang an spielen, wegen der Geschichte auch. Und ich werde mich bemühen, dass wir so schnellstmöglich irgendwie auch nach Elsweyr kommen. Deswegen habe ich ja gesagt, dass ich wohl öfters oder... das irgendwie organisieren kann, am Tag mehrere Aufnahmen zu machen. Und ja, ich hatte auch gesagt, dass ich ein Livestream machen wollte. Ich habe, also wie gesagt, ich hatte es ja, bin es immer noch am Überlegen, ob ich einen Livestream mache oder nicht. Und ich weiß es jetzt, wie gesagt, noch nicht, ob ich das schaffe. Was ich aber in erster Linie wirklich machen muss, ist wirklich, dass ich dass ich halt gucke, dass ich erstmal so weit wie möglich komme und selbst wenn es mit Aufnahmen ist. Hallo Daniel. Findet ein Lösungsmittel Daniel. Und ein paar Reagenzien, damit ihr einen Trank brauen könnt. Ich werde hier bleiben. Fürs Erste. Ich habe die Zutaten gefunden und mitgebracht. Ein Lehrling von mir probierte es einmal mit Meerwasser als Lösungsmittel. Ich ließ ihn das Ergebnis selbst trinken. Er gab mir recht, dass es eine schreckliche Idee war, nachdem er nicht mehr speien musste. Ich werde es mir merken. Ich bin bereit für die nächsten Schritte. Gut, geht jetzt zu einem Alchemietisch. Benutzt ein Lösungsmittel und zwei unterschiedliche Reagenzien, um einen Trank herzustellen. Die Reagenzien müssen gemeinsame Eigenschaften aufweisen, sonst verschwendet ihr alle Komponenten. Versteht ihr? Bei der Alchemie müsst ihr nur Gleiches mit Gleichem zusammenbringen.
Woher weiß ich, welche Eigenschaften Reagenziens gemeinsam haben? Macht euren Rucksack auf und steckt sie euch in den Mund. Wenn ihr ein Reagenz das erste Mal zu euch nehmt, erfahrt ihr seine grundlegendste Eigenschaft. Es ist wahr, manche schmecken recht widerlich. Doch das ist ein kleiner Preis für die Macht der Alchemie. Inwiefern können mir Tränke helfen? Tränke haben zu viele Vorteile, als dass man sie alle aufzählen könnte. Geht davon aus, dass sie für kurze Zeit einen starken Effekt zeigen werden. Oder fragt ihr mich, wie man sie einsetzt? Öffnet den Korken, setzt sie an eure Lippen und schluckt. Gießt sie euch nicht ins Haar. Lektion gelernt. Ah, deswegen hast du eine Glatze. Okay. Ach, da ist der Alchemietisch. So, dann werden wir erstmal. War das natürliches Wasser? Ich glaube ja, ne? War natürliches Wasser, oder? Weil ich habe nur eine und. Ja, okay, weißt du was? Ich mache jetzt Glückchen des Lebens. Okay, es war das Richtige. Vermengt die Reinheit des Lösungsmittels mit den Eigenschaften der Reagenzien. Kehrt zu mir zurück, sobald ihr einen Trank gebraut habt. Ich konnte die Zutaten gut vermischen. Hier ist der Trank. Euer Trank zeigt ein leichtes Sprudeln. Doch euer Geschick in Sachen Beimischungen steht außer Frage. Wesentlich besser als mein ehemaliger Lehrling. Ihr seid jetzt autorisiert, Alchemieschriebe anzunehmen und zu erfüllen. Mögen Yay. eure Elixiere immer Wirkung zeigen und eure Reagenzien immer frisch sein. Dankeschön, Quest Ihr scheint Talent für alle abschließen. Disziplinen zu haben, die ich zertifiziere. Vielleicht wollt ihr mich in meiner Position als dreifach akkreditierter Meisterhandwerker herausfordern. Wenn ja, bietet Millinit Zertifikate für das Schmieden, das Schneidern und das Schreinern. Als ich sie das letzte Mal gesehen habe, war sie in der örtlichen Kriegergilde. Ich habe ein paar Fragen. Sicherlich. Bitte werdet etwas genauer. Wie wurdet ihr ein Meisterhandwerker? Vor Jahrzehnten, vor all diesem Ärger, war ich ein bekannter Koch in Cyrodiil. Ich hatte einen Exklusivvertrag zur Versorgung der Magiergilde auf ihren Reisen und sorgte für Speisen und Getränke, die nicht verderben, wenn man sie mit durch ein Portal nimmt. Wie habt ihr das Verzaubern und die Alchemie erlernt? Fische braten, Glyphen schmieden oder Tränke mischen. Es geht immer nur um die richtigen Rezepte und Zutaten. Diese Theorie habe ich bewiesen, als ich den Reihen der Magiergilde beitrat. Innerhalb von nur 3 Jahren hatte ich beide Handwerke gemeistert. Nicht, dass ich angeben möchte. Okay, lebt wohl. Gut, ja, wie er gesagt hat, es gibt noch weitere Berufe, die ich eben schnell machen möchte, weil ich müsste jetzt erstmal zurück zur Kriegergilde. War das, glaube ich, ne? Wo ist mein Bär? Wo ist meine Maus? Ja, das war hier. Wo ist die gute Frau denn jetzt? Ich glaube, hier drinnen. So, dann gehen wir zu ihr. Hallo, Milenit. Lasst mich wissen, ob ihr etwas Zeit habt. Ich kann euch auch in etwas anderem ausbilden und zertifizieren. Erzählt mir mehr über das Schmiedezertifikat. Beweist mir, dass ihr euch in einer Schmiede zurechtfindet. Dann werdet ihr zertifiziert. Doch ihr müsst Einsatz zeigen. Ihr könnt euch immer nur in einer Disziplin zur Zeit schulen. Ich möchte als Schmiedin zertifiziert werden. Ich möchte, dass ihr einen einfachen Eisendolch herstellt. Erst werdet ihr etwas Eisenerz abbauen und dann das Erz zu Eisenbarren veredeln. Mit diesen Barren könnt ihr dann den Dolch schmieden. Okay, ihr werdet mich zertifizieren, wenn ich einen Eisendolch herstelle? Ja, ihr müsst beweisen, dass ihr euch an einer Schmiedestelle zurechtfindet. Das sind die Regeln. Fürs Erste könnt ihr mir einen Haufen Eisenerz bringen. Sobald ihr zurück seid, werden wir es zu Eisenbarren veredeln. Sagt mir, wo ich Eisenerz finde. Draußen vor der Stadt gibt es einen Ort, an dem noch einige Eisenerzadern zu finden sind. Geht dort hinaus und baut das Erz selbst ab.
bringt mir 10 große Stücke Eisenerz. Falls diese Adern erschöpft sind, müsst ihr euch woanders Eisenerz suchen. Ich werde mit dem Erz zurückkehren. Natürlich werden wir das. Ich würde ja gerne hier... Okay, nein. Es gibt kein Rezept da. Und... Klauen ist auch nicht gerade die feine Art und Weise. Aber... Mein Bär ist auch da. Super. Ja, ich will auch gucken, dass ich gleich mit euch in die erste Inni gehe, weil ich habe dafür ja auch noch eine Quest, aber erstmal will ich mit euch die Berufsquest hier machen und ja. Und dann können wir uns gerne für die Inni anmelden. Ich weiß nicht, wie lange das dauern wird. Ich hoffe, nicht allzu lange. Und ja, da bin ich auf jeden Fall gespannt, was wir da alles so bekommen. Und ich habe gerade gesehen, hier kann ich sogar eine Sehenswürdigkeit, aufdecken. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich in keinen der dieser Gegner reinrenne. So, erledigt. So, dann rufen wir unser Pferd. Ups, natürlich. War klar. Aua. War echt klar, dass wir angegriffen werden. Autsch. Na super. Das ist nicht gerade gut. Aua. Aber wir können uns ja zum Glück heilen. Das ist schon mal ein Glück, was wir haben. Oh, ich kann noch nicht mal reiten. Oh, immer noch nicht. Kann ich jetzt? Oh, nicht. Jetzt. Ja, das ist halt, was ich meine mit den die ganze Zeit. Egal, ob es bei World of Warcraft ist oder jetzt auch hier. Ich renne immer in die Gegner rein und... Ich weiß nicht, wie ich das noch ändern kann. Ihr seid zurück. Ich nehme an, ihr habt genug Erz gefunden? Das sollte genug Eisenerz sein. Die Veredelung von Erz zu Barren ist ein idealer Weg zum Muskelaufbau, zumindest in einem Arm. Am besten wechselt ihr gelegentlich vom einen auf den anderen Arm, ansonsten werdet ihr ganz schief. Ich habe die Eisenbarren. Was kommt als nächstes? Geht zur Schmiedestelle und stellt einen Eisendolch her. Nichts Aufwendiges. Ihr solltet nicht mehr als 2 Eisenbarren benötigen. Oh, und ihr werdet ein Stilmaterial brauchen. Ihr könnt sie bei allen Schmieden kaufen oder selbst eines sammeln, wenn ihr umtriebig seid. Was ist ein Stilmaterial? Alle Völker haben ein traditionelles Material, das sie in ihre Waffen und Rüstungen einarbeiten. Das kaiserliche Stilmaterial ist zum Beispiel Nickel. Ich sollte das wissen, denn im Legionslager wurde es Tag für Tag haufenweise verarbeitet. Stilmaterial brauche ich? Stil. Das Stilmaterial der Khajiit ist Mondstein. Warum fangt ihr nicht damit an? Wie erlerne ich die Stile anderer Völker? Ihr könnt erlernen, mit dem Stilmaterial eines anderen Volkes zu arbeiten, indem ihr die Bücher über die kulturellen Stile der Völker lest. Sie sind recht selten und meist im Besitz von Sammlern. Haltet auf euren Reisen Ausschau nach ihnen. Ah, okay, danke schön. Lebt wohl. Ja, und jetzt wollen wir mal einfach mal schmieden. Ja. Okay, wir müssen erstmal die Eisenbarren herstellen. Dann gucken wir mal, wo das Eisendolch ist. Da. Mondstein. Khajiit. Okay. 6 Gold. Na gut, komm. So. Und jetzt reden wir wieder mit Bär. Bär. Gehst du mal... Grundlagen der Schmiedekunst. Grundlagen der Schmiedekunst von Zegradusch. Die Schmiedeweiber der Orks sagen, dass sie die einzigen sind, die wissen, wie man schmiedet.
Was für ein Haufen Schlammkram, Krabbendung. Ich werde euch zeigen, wie man Erz findet und Baren aus dem Erz gewinnt. Ich werde euch die Handwerksstile erklären und euch dann beibringen, wie man eine Waffe herstellt. Schon bald werdet ihr euch Schmied nennen können. Nee, das habe ich noch nicht vorgelesen. Schritt 1. Besorgt euch ein wenig Eisenerz. Eisenerz ist am einfachsten zu bearbeiten und auch leicht zu ersetzen. Wenn ihr einen Fehler macht, sucht nach rostigem, mattem Gestein in der Nähe großer freiliegender Felsschichten, dann baut es ab. Wenn ihr es nicht selbst abbaut, könnt ihr es von Leuten kaufen, die es abbauen, oder einen Freund bitten, euch ein wenig Erz zu leihen. Wenn ihr 10 Brocken Eisenerz habt, seid ihr bereit für den nächsten Schritt. Schritt 2 veredelt die Baren. Sucht euch eine Schmiedestelle, stellt dort Eisenbaren aus euren 10 Brocken Eisenerz her. Das nennt man veredeln. Warum man das tut? Das müsst ihr einen Schmiedeweib fragen. Schritt 3. Entscheidet euch für einen Stil. Jedes Volk hat einen eigenen Schmiedstil und bevorzugt ein traditionelles Material. Ich nenne es das Stilmaterial, weil man sich das am einfachsten merken kann. Mir ist der Ork-Stil am liebsten, weil ich ein Ork bin. Ihr solltet euch für den Anfang ebenfalls an den Stil und die Materialien eurer Heimat halten. Schmiede verkaufen diese Materialien, wenn ihr sie sonst nirgendwo findet. Schritt 4. Stellt ein Eisendolch her. Die Herstellung von Eisendolchen ist simpel. Ihr braucht ein Stielmaterial, 2 Eisenbarren und eine ruhige Hand mit einem Hammer. Wenn ihr all das habt, sucht ihr euch eine Schmiedestelle und stellt dort einen Eisendolch her. Wenn ihr eine Klinge höherer Qualität wollt, müsst ihr mehr Baren verwenden. Aber fürs Erste reichen 2 Eisenbaren. Schritt 5. Bewundert euren Eisendolch. Nehmt euch einen Augenblick Zeit, eure Arbeit zu bewundern. Das ist nicht nur ein Eisendolch. Ihr habt Metall aus dem Boden gewonnen und daraus ein Werkzeug geschmiedet, das Leben beenden kann. Respektiert das, was ihr erschaffen habt. Schmiedeweiber werdet ihr mit eurem Eisendolch nicht beeindrucken können, aber was wissen die schon? Ihr seid ein Schmied. Wenn ihr eure Arbeit tut, ihr müsst sie dafür nicht gleich heiraten. Denkt dran, heute Eisendolch, morgen Ebenerz, Zweihänder. Anhang. Schmiedekunst für Fortgeschrittene. Wenn ihr es den Schmiedeweibern so richtig zeigen wollt, müsst ihr mehr drauf haben als einfache Eisendolche. Verbessern von Waffen und Rüstungen. Verwendet einen Härter, um Waffen und Rüstungen zu verbessern, die ihr geschmiedet habt. Ich nenne das Ding so, weil ich nie einen finde, wenn ich ihn brauche. Dann wird die Arbeit noch einen Tacken härter. Wenn ihr einen findet, müsst ihr ihn zusammen mit dem Gegenstand, den ihr verbessern wollt, zur Schmiedestelle bringen. Je mehr härter ihr habt, desto wahrscheinlicher könnt ihr die Qualität verbessern. Aber das ist keine Garantie. Wenn ihr einen Fehler macht, verliert ihr die Härte und den Gegenstand. Verwerten von Rohmaterialien. Wenn euch das Material ausgeht, könnt ihr da Neues aus Waffen oder Rüstungen gewinnen. Der Gegenstand wird beim Verwerten zerstört und ihr gewinnt auch nur einen Teil der Rohstoffe, die bei der Herstellung verwendet wurden. Aber das ist eine Möglichkeit, schnell an Baren zu kommen. Erforschen von Eigenschaften. Ihr könnt einem Schmiedeweib prächtig auf die Nerven gehen, indem ihr ihre edelsten Gegenstände kauft, sie zerlegt und anschließend die besten Eigenschaften ihrer Waffen und Rüstungen erforscht. Das könnt ihr ihre besten Werke nachbauen und billiger verkaufen. Und wenn ihr sie so richtig provozieren wollt,
macht ihr das an ihrer eigenen Schmiedestelle. Oh, okay. Aber, verdammt, ich will... So, jetzt kann ich mit ihr reden. Stellt einen Eisendolch her. Ihr werdet einige Eisenbarren und ein Stielmaterial brauchen. Letzteres könnt ihr bei jedem Schmied kaufen, falls ihr selbst keines finden könnt. Hier, schon fertig. Der Kniff sind die Stilmaterialien, aber ich bin mir sicher, das wisst ihr schon. Ich habe es herausgefunden. Was soll ich sonst noch für euch tun? Als nächstes kommt das Verwerten. Man kann eine Menge lernen, wenn man etwas in seine Bestandteile zerlegt. Selbst dann, wenn es eine eigene Arbeit ist. Geht und verwertet euren Dolch. Oder meinetwegen irgendetwas anderes. Solange ihr es nur an einer Schmiedestelle tut. Wie nützt mir das Verwerten? Ihr erhaltet natürlich ein paar Komponenten. Doch die richtigen Kniffe lernt man, wenn man die Arbeiten anderer Handwerker verwertet. Ihr könnt sehr viel mehr lernen, wenn ihr statt eurer eigenen fremde Dinge auseinandernehmt. Was ist Verwerten? Das ist nur ein gehobener Ausdruck für auseinandernehmen. Ursprünglich stammt der Begriff aus altmärischen Kritiken zu Gedichten. Hochelfen betrachten ihre Handwerkskunst als eine Form der Poesie. So bürgerte sich das eben ein. Was ein Schwert wirklich ist, kann man nie erfahren. Nur das, was es nicht ist, und so weiter. Ah, okay. Also, wir müssen den Dolch, den wir gerade hergestellt haben, müssen wir verwerten. Das heißt, da rein und verwerten. Kann ich noch was verwerten? Nein, kann ich nicht. Okay. Und vielleicht kann ich das gleich. Und... Wieso? Ah, jetzt. Ihr findet euch in einer Schmiede wirklich gut zurecht. Ihr seid eine Schmiedin. Lasst euch bloß nichts anderes einreden. Ich bin bereit, als Schmiedin zertifiziert zu werden. Selbstverständlich. Ich werde euch sofort zertifizieren, damit ihr gleich Schmiedeschriebe erfüllen könnt. Yay! Toll! Und ich krieg... Lasst mich wissen, ob ihr etwas Zeit habt. Ich kann euch auch in etwas anderem ausbilden und zertifizieren. Oh ja, gerne. Wenn wir schon mal dabei sind, dann auch alle. Ich hätte Interesse an einer Schreinerzertifizierung. Ein guter Schreiner sieht schon das Endergebnis noch, ehe er das erste Stück Holz zurechtschneidet. Aber ich kann euch nicht zwei Handwerke gleichzeitig lehren. Wenn ihr euch ganz und gar eine Ausbildung verschreibt, dann zertifiziere ich euch. Ich möchte als Schreinerin zertifiziert werden. Ich möchte wissen, ob ihr einen Ahornbogen herstellen könnt. Ui. Erst erntet ihr etwas unbearbeitetes Ahornholz. Dann veredelt ihr es an einer Schreinerbank zu geschliffenem Ahornholz. Zum Schluss nehmt ihr das geschliffene Ahornholz und macht daraus einen Ahornbogen. Ihr werdet mich zertifizieren, wenn ich einen Ahornbogen herstelle? Warum immer dieselben Fragen? Auf jeden Fall. Die Herstellung von Bögen ist knifflig. Zeigt mir, dass ihr dieser Herausforderung gewachsen seid und ich zertifiziere euch mit Freuden. Doch erst müsst ihr mir ein Bündel unbearbeitetes Ahornholz besorgen. Wo finde ich unbearbeitetes Ahornholz? Es gibt einen Ort in der Nähe, wo ihr finden werdet, was ihr braucht. Okay. Sammelt einen Arm voll und kehrt hierher zurück. Falls es nicht genug gibt, werdet ihr nach mehr suchen müssen. Okay, ich werde mit dem Ahornholz zurückkehren. Aber ich will jetzt mal gucken, ob ich vielleicht noch was verwerten kann. Nein, kann ich nicht. Ja, wo muss ich denn dafür dann hin? Okay. Ja, klar, ich sag jetzt mal rein gar nicht, weil ich ja gerade irgendwie auf die Zäune, kann man das als Zaun bezeichnen? Oder kleiner Mauerwerk? Oder kleines Mauerwerk, ne? Oder? Heißt das kleines Mauerwerk? Ach, egal. Ist das zu glauben? Drachen, in eurer eigenen Heimat. Oh. Unser weiß es nicht, aber er hofft, dass seine Familie in Stromfeste sicher ist. So. Wir haben die Aufgabe, Holz zu sammeln. Ey! Ja. Okay. Hat mal gerade so eben gebuggt. Keine Ahnung warum. Und
Okay. Wo? Okay, der Alten. So, dann natürlich wieder reißen. Okay, die Hecke war irgendwie doch im Weg. Ist das zu glauben? Drachen in eurer eigenen Heimat. Was werdet ihr nun tun? Dieser weiß es nicht, aber er hofft, dass seine Familie in Strom festgesichert ist. Ja, aber haben die nicht eine andere, noch ein anderes Thema, worüber sie unterhalten können? Oder wiederholen sie immer nur den einen und denselben Text wegen den Drachen? Und was wir auch auch zwischenzeitlich auch machen, sind natürlich, dass wir in den Berufen halt weiterkommen. Das heißt, wir müssten dann auch die Berufsquest simpel ausgedrückt halt auch machen, damit wir mehr bessere Sachen herstellen können. Am Strand angespült. Ich habe den Ahorn hier bei mir. Ihr solltet dabei. Es nur vermeiden, einen Ahornstamm aufzuhacken, in dem ein Wespennest verborgen ist. Das ist eher unangenehm, so wie die Tinkturen, die man gegen die Stiche braucht. Oh, ich habe das geschliffene Ahornholz. Was machen wir jetzt? Stellt an einer Schreinerbank einen Ahornbogen her. Ihr werdet geschliffenes Ahornholz brauchen und auch ein Stielmaterial. Sammelt das Stielmaterial irgendwo selbst oder kauft euch eines bei einem Schreiner. Ja, lebt wohl. Also wir wissen ja schon, was Stilmaterialien sind. Und hier ist eine Schreinerei für Einfallspinsel. Schreinerei für Einfallspinsel. Denkt ihr, die Dädra warten auf euch? Von Graubart Durozell, dem Holzmetzger von Kavin. Hört mit dem Blödeln und Trödeln auf, Jungspunde. Ihr seid weniger als ein Haufen Goblindung, wenn ihr kein Handwerk erlernt habt. Und ich werde nicht zulassen, dass meine Sippe die Bude vollstinkt. Heute lernt ihr, wie man mit Holz arbeitet. Jetzt hört auf mit dem Gejammer und hört mir zu. Die Schreinerei ist ein ehrliches Gewerbe. Und der alte Graubart wird dafür sorgen, dass ihr gut darin werdet. Ich werde auch ganz einfache Wörter benutzen, damit sogar Tebons mitkommt. Für den Anfang geht ihr mit der Isar-Axt hier in den Wald. Sucht euch moosbewachsene Baumstämme in der Nähe alter Sümpfe und Felsen. Und dann schlagt mir 10 Stücke unbearbeiteten Ahorn, ja. Was? Warum der so heißt, weil er unbearbeitet ist, so dummes Kind. So viel Holz braucht ihr, wenn ihr etwas Brauchbares herstellen wollt. Dann geht ihr mit diesen 10 Stück unbearbeitetem Ahorn zu einer Schreinerbank. Dort macht ihr aus diesem unbearbeiteten Ahorn geschliffenen Ahorn. Wir Fachleute nennen das veredeln. Nein, nicht schleifen, veredeln. Ja, am Ende kommt geschliffenes Holz raus. Oh nein, das ist überhaupt nicht verwirrend. Als nächstes, könnt ihr bitte mal zuhören? Das hier ist wichtig. Ihr könnt nicht einfach an geschliffenem Ahorn herumschnitzen, ohne einen bestimmten Stil zu verfolgen. Einen Stil? Jedes Volk Tamriels hat seinen eigenen Stil und ein Material, mit dem es am liebsten arbeitet. Und die verschiedenen Stilrichtungen sind nach den jeweiligen Völkern benannt. Kapiert? Also, ihr kauft das Stilmaterial in der Stadt von einem Schreiner, du hohle Nuss. Nein, es ist egal, von welchem. Am Ende tragt ihr eures Stilmaterial und 3 Stück geschliffenen Ahorn zu einer Schreinerbank. Stellt ein Ahornbogen her. Kümmert euch nicht um die Bogensehne. Ich sagte, kümmert euch nicht drum.
Der Bogen sollte so gebogen sein wie das Bein einer geschmeidigen Waldelfentänzerin, die... was? Das geht dich gar nichts an. Könnt ihr nicht mithalten. Was soll das heißen? Ist das alles? Bei den 8 Göttlichen, natürlich ist das noch nicht alles, was man über das Schreinerhandwerk wissen muss. Man kann noch bessere Holzsachen herstellen, wenn man dabei mehr Holz verwendet. Und dann kann man sie noch weiter verbessern. Das wollte ich gerade erklären. Dieser Ahornbogen ist nicht so gut, wie er sein kann, solange er nicht mit Harzen verbessert wurde. Die findet man in der Gegend. Ihr wisst schon, in der Gegend. Aber wenn ihr versucht, den Bogen ohne genug Harz zu verbessern, dann macht ihr den Bogen kaputt und vergeudet das Harz. Ja, es wird immer Ahorn in den Wäldern geben. Was soll das heißen? Wann willst du denn bitte mal in einer Wüste sein? Ach, zum... Haltet eure Knie gut, in Ordnung. Und atmet. Wenn man in einer Wüste ist, findet man keinen Ahorn, weil man keinen Wald findet. Aber mal angenommen, wir hätten jetzt unseren Ahornbogen. Bringt ihn zu einer Schreinerbank und gewinnt einen Teil des Holzes, das ihr braucht, aus dem Bogen. Natürlich geht der Bogen dabei verloren. Wir nennen das Verwerten, weil man so neuen Wert aus altem Krempel gewinnen kann. Wie ich ein so guter Schreiner geworden bin? Durch Erforschung. Nein, nicht mit Büchern und so. Immer wenn ich ein gutes Stück Schreinerkunst in die Hände bekommen habe, habe ich es zerlegt und mir die Eigenschaften angeschaut, die es so besonders gemacht haben. Hat eine ganze Weile gedauert und natürlich ging das Zeug dabei immer kaputt. Aber sobald ich wusste, wie der andere Handwerker es hinbekommen hatte, konnte ich es selbst nachbauen. Und jetzt mach den Mund zu, Tebon, sonst schluckst du noch eine Fleischfliege. Okay, sehr witzig. Bär, weg. Oh, dieser Bär. Der macht mich echt noch zu schaffen. Ist das dieser Ahornbogen? Ja, Ahornbogen. Ja. Danke. Aber jetzt Stufe 1. So. Dann drehen wir mal wieder. Stellt einen Ahornbogen her, bringt etwas geschliffenes Ahornholz sowie ein Stilmaterial zu einer Schreinerbank. Schreiner verkaufen Stilmaterialien, falls ihr selbst keines finden könnt. Ich habe den Bogen hier. Ein guter Bogen kann einen im Leben weit bringen. Das Herstellen guter Bögen bringt einen noch viel weiter. Ich bin bereit für den nächsten Schritt. Natürlich sind wir da. Hervorragend. Jetzt können wir über das Verwerten sprechen. Man wächst als Schreiner daran, wenn man die eigenen Arbeiten auseinandernimmt. Und sogar noch mehr, wenn man das mit fremden Werken tut. Geht zu einer Schreinerbank und verwertet euren Bogen oder etwas anderes, das aus Holz hergestellt ist. Okay, lebt wohl. Natürlich wissen wir ja schon bereits, was verwerten ist. So. Ups. So. Heute ist echt eine richtige Katastrophe. Also, so, natürlich verwerten wir das und verwerten wir auch das. Ich muss mal eben kurz abbrechen. Ich muss einmal was gucken. In der Waffe. Was seid ihr? Ein weichgewandiger Magier? Bewegung. Ich hätte den Bogen mal wechseln sollen. Weil ich habe einen neuen Bogen bekommen und ich kann diesen hier... Nein, scheiße. Oh oh. Bären. Da, nein. Das ist gerade richtig... So, jetzt habe ich etwas gesperrt. Nein, blau, Moment. Jetzt muss ich einmal gucken, wo mein Bogen ist.
Ah, hier. Kann ich das? Das nennt ihr Tempo? Beigehen. Okay. So. Jetzt kann ich auch den Bogen hier verwerten. Zum Glück. Also, zum Glück konnte ich das gerade noch machen und ja, das ich habe alles gesehen, was ich sehen musste. Ihr seid eine gute Schreinerin mit einer ruhigen Hand. Ich bin bereit, als Schreinerin zertifiziert zu werden. Sicherlich. Ihr seid mehr als qualifiziert, um Schreinerschriebe zu erfüllen. Ich werde euch auf der Stelle zertifizieren. Fest abschließen. Ich kann euch nur noch ein weiteres Zertifikat bieten. Und ich bin Stufe 11. Super. Ja, ich würde gerne mehr über das Schneiderzertifikat erfahren. Wenn ihr mich überzeugt, dass ihr euch mit Nadel und Faden auskennt, dann zertifiziere ich euch. Aber ihr müsst euch auch darauf festlegen. Ich kann nicht zwei Dinge auf einmal zertifizieren. Ist doch eh das Letzte. Ich möchte als Schneiderin zertifiziert werden. Zeigt mir, dass ihr ein paar Jute-Handschuhe herstellen könnt. Erst müsst ihr Jutefasern sammeln, dann kehrt ihr zurück und veredelt sie. Zu guter Letzt könnt ihr dann die veredelte Jute zur Herstellung der Handschuhe verwenden. Ihr werdet mich zertifizieren, wenn ich ein paar Jute-Handschuhe herstelle? Selbstverständlich. Es war das erste Handwerk, das ich erlernte. Ich zertifiziere gerne jeden, der sich an einem Schneidertisch auskennt. Nun geht los und bringt mir einen Haufen Jutefasern. Wo finde ich Jutefasern? Ich habe am Rand der Siedlung Jute wachsen sehen. Ihr könnt sie ruhig ernten. Sollte das nicht reichen, werdet ihr woanders suchen müssen. Ich werde die Jute besorgen, Milenit. So, aber erstmal sind wir eine Stufe aufgestiegen. Yay! Und natürlich verwenden wir erstmal Sachen. Ja, ihr habt richtig gehört, Sachen. So, wir haben jetzt erstmal die wilde Bestie gemacht, also als erstes. Und so, dann wollen wir unseren letzten Beruf machen. Gesehen, die sich und Moment, halt, stopp, wir können auch hui, ab durch den Baum. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich nicht falsch laufe oder reite, besser gesagt. Weil ich keine Lust habe, hier so viel absuchen zu müssen. So, hier haben wir schon Jute. So, dann 4 von 10. 10 Stück brauchen wir. Hey, Sammlerneuling habe ich. Ich habe eine neue Errungenschaft wiederbekommen. Und natürlich hacken wir gerade mal auf den Ahorn, weil wir sammeln jetzt auch viele Materialien, aus den Gründen schon alleine, weil wir ja auch in den Berufen Level Up sein müssen und um Besseres herstellen zu können. Und daher gucke ich mal, ob hier noch irgendetwas gibt. Nein. Oder? Nee, nicht wirklich. So, und hier ist eine. Ja, das war's. Ich habe mir nur jetzt das Gold genommen. So. Jetzt reiten wir mal wieder zurück. Gibt es hier noch irgendwie welche Pflanzen, die wir irgendwie mitnehmen könnten? Irgendwie. Nee, anscheinend nicht wirklich. Huch. Autsch. Da reiten wir mal eben mal eiskalt gegen die Mauer. Hahaha. Und ja, wir müssen natürlich Schneider. Da. Da ist die gute Frau. Aber hier haben wir Einführung in das Schneiderhandwerk. Oh, ich muss mal eben kurz was machen.
So, ich musste das eben mal etwas klären. Entschuldigung. Einführung in das Schneiderhandwerk von der zerbrochene Maske. Künftige Herausforderer. Die zerbrochene Maske hat schon gegen zu viele Gegner gekämpft, um unwissend zu sein bezüglich der Bedeutung angemessenen Schuhwerks. In dieser grundlegenden Einführung werde ich euch lehren, wie man ein einfaches Paar Jute-Schuhe herstellt. Wenn wir einander in der gesegneten Feuerprobe gegenüberstehen, möchte ich, dass ihr aufgrund meiner überragenden Fähigkeiten zu Boden geht, nicht wegen eurer armseligen zusammengeflickten Schuhe. Schritt 1. Besorgt euch Jute. Jutefasern sind billig, überall zu haben und einfach zu weben. Haltet in der Wildnis nach den markanten gelben Blumen Ausschau. Ihr könntet wohl auch jemanden bezahlen, sie für euch zu pflücken. Und es ist genau diese Art von Faulheit, die ich in der Arena zu gern bestrafe. Schritt 2 veredelt den Stoff. Ihr könnt Jutefasern an jedem Schneidertisch verarbeiten. Professionelle Schneider nennen diesen Vorgang veredeln. Dies ist mit jedem Rohmaterial möglich. Fürs Erste braucht ihr 10 Einheiten Jutefasern, um die veredelte Jute herzustellen, die ihr für die Schuhe benötigt. Außer natürlich die Arbeit an einem Webstuhl ist unter eurer Würde, Schwächling. Schritt 3. Spiel. Die Schneider der verschiedenen Völker Tamriels haben ihren eigenen kulturellen Stil. Ihr braucht Stil, um im Duellring einen Eindruck zu hinterlassen. Also sucht euch die Stilmaterialien, mit denen ihr am einfachsten arbeiten könnt. Ihr solltet euch zu Beginn ebenfalls für den Stil und die Materialien eures Volkes entscheiden. Kauft sie beim Schneidern Schneidern oder nehmt sie euren wimmernden besiegten Gegnern ab. Schritt 4. Stellt eure Schuhe her. Geht mit eurem Stilmaterial und 5 Ballen Jute an einem Schneidertisch. Denkt dran, veredelte Jute, keine Jutefasern. Und jetzt an die Arbeit. Stellt ein paar Jute-Schuhe her. Ihr könnt mehr Ballen verwenden, wenn ihr qualitativ hochwertigere Schuhe herstellen wollt. Aber für den Anfang, sollten 5 Ballen reichen. Ein Kinderspiel. So wie es auch ein Kinderspiel für mich sein wird, eure armseligen und fehlgeleiteten Hoffnungen auf die Schwefelkrone zu zerschmettern. Bekleidung herstellen wie die zerbrochene Maske. Kein Arena-Kämpfer, der den Namen zurecht trägt, gibt sich mit einem einfachen Paar Schuhe zufrieden. Stellt ein paar Rohlederstiefel her, die zusätzlichen Schutz bieten. Oder eine farbenfrohe Schärpe, damit ihr im Ring auffallt. Wenn ihr erst den Dreh als Schneider raus habt, dann habt ihr immerhin einen Beruf, der euch tröstet. Nachdem ich euch gründlich vor allen gedemütigt habe, die ihr je geliebt habt, verbessern das Schuhwerk. Für die Kunst, die Schuhe und auch andere Stoffgegenstände zu verbessern, die ihr herstellt, müsst ihr mit Gerbstoffen an einem Schneidertisch arbeiten. Wenn ihr nicht vorsichtig seid, macht ihr bei dem Vorgang das Kleidungsstück und die Gerbstoffe unbrauchbar. Verwendet so viele Gerbstoffe, wie ihr eurer Meinung nach braucht. Findet sie oder stellt sie selbst her. Alles kann ich euch auch nicht abnehmen. Verwerten von Rohmaterialien. Vielleicht seid ihr ja jemand, der gern den leichten Weg geht, wenn euch die Zeit fehlt. Rohmaterialien zu sammeln könnt ihr immer welche aus Kleidungsstücken gewinnen.
die ihr nicht mehr braucht. Dadurch wird das Kleidungsstück zerstört. Aber vielleicht könnt ihr ja genug Stoff gewinnen, um daraus einen Hut zu basteln, den ich euch vom Kopf schlagen kann. Erforschen von Eigenschaften. Mittlerweile seid ihr sicher schon ins Grübeln gekommen. Ich brauche irgendeinen Vorteil, wenn ich mich der zerbrochenen Maske stellen will. Dann solltet ihr die individuellen Eigenschaften von Gegenständen, besserer Schneider erforschen, indem ihr ihre Kleidung zerlegt und ihre Techniken studiert. Vielleicht steigert das ja euer Selbstvertrauen lange genug, dass ich es zu Staub zertreten kann. Wie nett von ihm, ganz ehrlich. Sucht in grasbewachsenen Gebieten in der Wildnis nach Jutefasern. Also das ist doch echt. Wenn ihr euch gründlich umschaut, solltet ihr genug davon finden können. Hier ist die Jute. Jutefasern gibt es mehr als reichlich. Wenn man nur weiß, wo man danach zu suchen hat. Leute, ich müsste einmal kurz. Das kann einen ganz schön verwirren. Also kaut nicht darauf herum. Vom Laptop weggehen. Ganz, ganz kurz wegen Post. Ich komme gleich wieder. So, da bin ich wieder. Entschuldigung. Und ich nehme schon seit einer Stunde und 14 Minuten auf. Davon sind vielleicht 3-4 Minuten vergangen. Ich werde mich daran erinnern. Was soll ich als nächstes tun? Bringt die Jutefasern zu einem Schneidertisch. Falls ihr genug habt, könnt ihr sie leicht veredeln. Bringt mir die veredelte Jute, sobald ihr fertig seid. Und dann werdet ihr ein paar Jutehandschuhe herstellen. Kann ich irgendwo anders veredelte Jute bekommen? Wenn ihr in einer Gilde seid, dann schaut im Gildenladen nach. Oft stehen dort Rohmaterialien und veredelte Waren zum Verkauf. Natürlich könnt ihr auch mit einem Freund handeln. Okay, lebt wohl. Natürlich machen wir uns hier, dran an die Schneiderbank. Und wir stellen jetzt erstmal Jutefasern her. Super. Und natürlich auch die Handschuhe. War doch Handschuhe, oder? Ja, Handschuhe. Jute-Handschuhe. Yay! Und herstellen. Perfekt. So,
Wieso? Ich hab doch Jutta-Handschuhe. Ich hab die doch hergestellt. Moment. Ehe ihr die Handschuhe herstellen könnt, müsst ihr Jutefasern zu einem Schneidertisch bringen und sie veredeln. Ja, hab ich doch. Warum funktioniert das jetzt hier nicht? Jutehandschuhe, ja. Da hätte ich einfach... Nee. Edeln. Ab doch. Wieso? Also ganz ehrlich, ich habe jetzt gerade ein Problem. Und zwar... kann... Okay, Moment. Ich glaube, wir müssten nochmal Jutefasern uns besorgen. Leider. Irgendwas ist schief gelaufen und ich bin gerade wütend. Also nein, eigentlich nicht wütend, aber dass das jetzt gerade so... Na, na komm, reite schon. Dass sowas gerade kommen musste, das ist gerade irgendwie unverständlich. Aus dem Grund schon alleine, weil ich gerade nicht wirklich weiß, wo diese verdammten Jute waren. Verdammt. Da will ich... Ach. Nee, da waren diese Eisen. Oder? Ja. Oh, hier haben wir schon mal eine Rune gefunden. So. Wir werden aber jetzt mal gucken, dass wir hier Jute bekommen. Weil ich verstehe das auch gerade nicht wirklich, warum das nicht funktioniert hat. Es war ja so, dass ich ja die Jute ja schon bereits hatte und die waren hier irgendwo, ne? Bin ich hier? Ja, das ist jetzt gerade dumm oder blöd. Nicht dumm, aber blöd. Es war wirklich gerade blöd, weil entweder hat das Spiel gebuggt, dass das nicht angezeigt wurde, oder es ist ein Fehler gewesen. Weiß es nicht, ganz ehrlich. Ich habe gerade keine Ahnung. Aber ich finde Pilze. Ah, hier sind Jute. Guck mal. Da haben wir ja eine. Wie viele haben wir jetzt? Wir müssten dafür einfach mal in die Handwerkstasche gucken. 5. Wir brauchen aber noch 5. Na komm, müssen wir hier mal weitersuchen wegen diesem Jute, Gedöns. Das ist echt schade gerade. Richtig schade, weil... weil ich ja eigentlich ja, so... ja, schon die Jutta-Handschuhe hergestellt habe und der sagt mir einfach, ja, von wegen, ja, Quest nicht. Die Quest war halt nicht. Ah, stopp.
was ich persönlich richtig schlimm finde. Weil man hat gerade gesammelt und man stellt halt die Jute, oder habe ich vielleicht habe ich auch zu früh die Jute-Handschuhe hergestellt, ich weiß es nicht. Kann alles sein, gerade. Ich habe keine Ahnung, keinen blassen Schimmer gerade. Und ihr könnt mir ja auch mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das auch schon hattet, dass ihr Drachendorn eigentlich, nee, das ist keine Jute. Egal. Wir haben jetzt eine Pflanze und haben jetzt gerade Drachendorn gesammelt und keine Jute. Ja, auf jeden Fall ist das gerade richtig ärgerlich. Ganz ehrlich, es ist wirklich ärgerlich, weil ich rufe mal eben mein Pferd. Weil wir ja die Jutefasern ja schon hergestellt hatten und ja auch eigentlich die Aufgabe bekommen hatten, ja natürlich die Dings zu machen, die Handschuhe, die Jute-Handschuhe, die wir ja auch hergestellt haben. Wir hatten ja alles schon fertig. Und dann hat ja die Quest nicht weitergezählt. Und das ist etwas, wo es sich gerade ärgerlich finde. Und jetzt darf ich wieder mich auf die Suche machen nach wenigstens zwei Jute-Fasern zu bekommen. Oh, Leute, das ist gerade wirklich ärgerlich und gerade wirklich nicht schön, weil ich wollte ja eigentlich die Quest zu Ende machen, fertig machen. Und jetzt reite ich hier rum und muss mir neue Jutefasern beschaffen, nur weil es nicht gerade funktioniert hat, aber dafür finde ich halt andere Sachen. Ja, aber hier sind gerade keine Jute. Also, ganz ehrlich, das ist echt extrem ärgerlich. Was machen wir denn jetzt? Ich meine, wir können ja keine Jute ballen. Kann man sich nicht auch Jutefasern kaufen? Oder Jute ballen? Ahorn. Nee, ich. Ich weiß nicht. Kann man sich Jutefasern nicht kaufen? Irgendwie? Irgendwo? Lalalala. Hier bin ich gerade falsch. Oder weißt du was? Wir machen jetzt mal was anderes. Wenn wir schon mal hier sind, dann machen wir auch diesen Ankerplatz. So. Okay. Huch, die hat sich echt unsichtbar gemacht. Na, was soll's? Vielleicht finden wir hier ja was, was interessant ist. Und vielleicht können wir das so, und wenn wir Stoff finden, können wir das ja vielleicht auch verwerten, und das wäre ja auch schon mal so ein Vorteil. Und von daher sehe ich das jetzt gerade nicht so kritisch, und von daher, aber dann machen wir halt etwas, was doch
machen wir jetzt mal was anderes. Und mal schauen. Ey, was greift man mich denn an? Ja. Ja, und wie gesagt, das ist grad. Ich bin geduldig, aber nicht so geduldig. Nein. Und ja, verwerten wir das einfach dann und dann gut ist. Von daher, ich sehe jetzt gerade auch wirklich kein Problem gerade. Wir rufen natürlich unser Reittier. Und wir reiten jetzt auch mal zurück. Mal schauen. Ja, wie gesagt, es ist wirklich ärgerlich, weil das ja mit den Jutta-Handschuhen ja nicht so geklappt hatte. Und, ja. Aber man kann halt nichts machen, ne? Und hier sind auch nicht wirklich irgendwelche Jute. Naja, egal. Wir gehen jetzt mal zum Schreinertisch oder zum Tisch hier. Und dann gucken wir mal, was wir hier so gesammelt haben. Vielleicht haben wir ja Glück und Schmiede. Schmiedekunst. Na, nee, Moment. Jutefasern. Ach. Jute. Hohlleder. Moment. Ja, eigentlich müssten wir. Wir haben Jutefasern. Ich wollte eigentlich. Seht ihr? Eisen. Wird nichts bringen. Also. Ist das hier? Das ist. Das, ne? Hier müssen wir zum Schneidertisch. Ne, uns fehlen zwei Schneider. Also zwei Jutefasern fehlen uns. Und jetzt gucke ich gerade, ob es hier nicht noch jemanden, den wir. Hat die nicht vielleicht? Eschaba hat so ziemlich alles, was ihr euch wünschen könnt. Was kann ich also für euch tun? Was habt ihr anzubieten, Händlerin? Verbrauchbar. Verschiedenes. Nee. Aber ich könnte mich mal reparieren. Also sie hat auch nicht wirklich einen Spieler. Das ist sie. Ihr seid hier, um Metall zu bearbeiten. Was ja? Habt ihr anzubieten? Whoop. Nein, das ist Miede. Das ist. Wenn ihr mit Stoff oder Leder arbeitet. Was habt ihr anzubieten? Redet nicht, sondern mach einfach. Unidentifizierte leichte Rüstung. Ja, wie gesagt, er kann aber auch keine Jute. Ja, weil, wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich werde mir jetzt das hier holen. Genau, das. So, dann werde ich das hier benutzen. Jute. So, und natürlich kann ich jetzt damit verwerten, weil ich trage ja so und Jute abgeschlossen. Okay, wir haben halt wirklich tatsächlich so viel gemacht. Ehe ihr die Handschuhe herstellen könnt, müsst ihr Jutefasern zu einem Schneidertisch bringen und sie veredeln. Ich bin fertig, die Veredelung war einfach. Wenn ich Jute veredle, singe ich dabei immer, damit die Zeit schneller vergeht. Nicht zu laut, man will die anderen Schneider ja nicht stören.
ich habe die veredelte Jute. Was soll ich damit tun? Geht zu einem Schneidertisch und stellt ein paar Jute-Handschuhe her. Ihr solltet nicht viel veredelte Jute brauchen. Vergesst das Stilmaterial nicht. Ihr könnt es bei allen Schneidern kaufen oder selbst eines sammeln. Okay, danke schön. Ja, wie gesagt, ich musste jetzt... Ich habe wirklich schon viel zu früh damit angefangen, mir die Jute-Handschuhe herzustellen. Und ja, war jetzt doch mein Fehler. Stellt ein paar Jute-Handschuhe her. Ihr werdet veredelte Jute und ein Stilmaterial brauchen. Schneider verkaufen solche Materialien, falls ihr selbst keines finden könnt. Hier sind die Handschuhe. Ihr wisst schon, dass ich eine Meisterschneiderin bin. Und trotzdem habe ich ein paar Jute-Handschuhe? Sie halten in der Nacht die Hände warm. Manchmal sind die einfachsten Dinge zugleich die besten. Gut, ich bin bereit für unseren nächsten Schritt. Hervorragend. Jetzt zum Verwerten. Ja. Man kann vieles aus dem Verwerten der eigenen Arbeiten lernen. Und sogar noch mehr, wenn man fremde Arbeiten verwertet. Geht zu einem Schneidertisch und verwertet eure Handschuhe oder irgendetwas anderes. Aber tut es an einem Schneidertisch. Okay, leb wohl. Ja, leider müssen wir jetzt die verwerten. So. Und natürlich haben wir natürlich das wiederbekommen, aber besser als gar nicht. Im Umgang mit Nadel und Faden seid ihr mehr als geübt. Ich wäre stolz, euch eine Kollegin nennen zu dürfen. Ich bin bereit, als Schneiderin zertifiziert zu werden. Natürlich. Schon fertig. Ihr könnt ab jetzt Schneiderschriebe erfüllen. Yay. Ich freue mich schon darauf, weitere Arbeiten von euch zu sehen. Ja, danke. Ich hätte nie ernsthaft gedacht, 3 Handwerke meistern zu können. Ich habe ein paar Fragen. Selbstverständlich. Was wollt ihr wissen? Gibt es sonst noch etwas, das ich über Handwerke wissen sollte? Ich kann euch erklären, wie man stärkere Gegenstände herstellt oder wie man vorhandene Gegenstände verbessert. Wir könnten auch über Analysieren und Eigenschaften sprechen. Erzählt mir mehr über die Herstellung mit zusätzlichen Materialien. Die Herstellung stärkerer Waffen, Rüstungen und Schilde ist ganz leicht. Erhöht einfach die Menge an veredelten Materialien, die ihr bei der Erschaffung des Gegenstands verwendet. Natürlich stößt jedes Material irgendwann an seine Grenzen. Irgendwann ist es einfach nur noch Verschwendung. Ich will mehr über das Verbessern wissen. Mit bestimmten Rohmaterialien könnt ihr Waffen, Rüstungen und Schilde deutlich verbessern. Jedes Handwerk hat seine eigenen Materialien. Wie verbessert ein Schmied Waffen und schwere Rüstung? Bringt Härter, die ihr findet, zu einer Schmiedestelle. So könnt ihr die Qualität geschmiedeter Waffen und schwerer Rüstungen verbessern. Eine Warnung. Falls ihr nicht genug Härter habt, könnt ihr den Gegenstand verlieren, den ihr verbessern wollt. Seid euch also der Risiken bewusst. Was könnt ihr mir über Analysieren und Eigenschaften erzählen? Manche Waffen, Rüstungen und Schilde besitzen besondere Eigenschaften, die sie von anderen unterscheiden. Jede Art von Gegenstand hat ihre eigenen, einzigartigen Eigenschaften. Sobald ihr eine Eigenschaft analysiert habt, könnt ihr später einen Gegenstand dieser Art auch immer mit dieser besonderen Eigenschaft ausstatten. Wie analysiere ich die Eigenschaften von Gegenständen? Gute Frage. Bringt einen beliebigen Gegenstand mit einer Eigenschaft zu einer passenden Werkstätte und analysiert ihn dort. Ihr werdet den Gegenstand dabei verlieren, aber ihr erlernt auch die Eigenschaft. Je mehr Eigenschaften ihr bereits für einen Gegenstand kennt, desto länger dauert es, neue Eigenschaften zu analysieren. Plant entsprechend. Ich will mehr über das Verbessern wissen. Habe ich das nicht schon? Mit bestimmten Rohmaterialien könnt ihr Waffen, Rüstungen und Schilde verbessern. Wie würde ein Schneider leichte und mittlere Rüstungen verbessern? Wenn ihr Gerbstoffe zu einem Schneidertisch bringt, könnt ihr die Qualität einer leichten oder mittleren Rüstung verbessern. Aber passt auf, dass ihr auch genug Gerbstoffe mitbringt. Sonst könntet ihr den Gegenstand verlieren, anstatt ihn zu verbessern. Es bleibt immer ein Risiko. Erzählt mir mehr über die Herstellung mit zusätzlichen Materialien. Lasst gut sein, ich hätte ein paar andere Fragen. Selbstverständlich. Was wollt ihr wissen? Wie wurdet ihr eine Meisterhandwerkerin? Eine verständliche Frage. Ich war Schneiderlehrling in der Kaiserstadt, aber mein kleinkrämerischer alter Meister wollte sich einfach nicht zur Ruhe setzen. Also habe ich mich dem Tross der 7. Legion angeschlossen. Durch das jahrelange Flicken der Rüstungen unserer Kampfmagier konnte ich mein Handwerk perfektionieren. Wie habt ihr Schmieden und Schreinern erlernt? Armeen brauchen allerlei Waffen und Rüstungen. Dabei schnappt man rasch das eine oder andere auf. Und Feinde, die einen Tross gefangen nehmen, geben außergewöhnlich talentierte Handwerker eher für ein Lösegeld wieder frei.
Mir ist das schon 4-mal passiert. Ein 5. Mal muss aber nicht sein. Okay, leb wohl. So, und natürlich haben wir das auch fertig. Zum Glück. Was ich aber mit euch jetzt noch machen möchte, ist für die eine betretet die Ruinen. Auridon, die Unerschrockenen, genau. Betretet die Verbannungszelle. Was ich auch jetzt mit euch machen möchte, ist, ich werde mich jetzt mit euch in einer Verliessuche anmelden, aber die spezifisch, weil wir müssen in die Verbannungszelle und da gehe ich jetzt erstmal in die Warteschlange. Leider dauert das etwas, aber in der Zwischenzeit können wir uns natürlich um noch eine andere Quest hier kümmern. Das ist, sprecht mit Kampfmeister, geht zum Gesetz los. Also wir werden jetzt erstmal hier lang gehen. Also hier. Und dann halt mit den Unerschrockenen, nicht den Unerschrockenen, sondern mit der Diebesgilde. Ist das die Diebesgilde? Ja, sprechen. Und wir werden auch hier noch ein paar Quests machen, natürlich. Irgendwie. Also, ich verlaufe mich zu oft. Jetzt muss ich einmal gucken, wie ich am besten dahin komme. Natürlich reite ich mal wieder wie immer querfeld ein. Und ja, jetzt hatten wir ja, das war aber nicht von mir beabsichtigt, einen Ankerpunkt haben wir ja gemacht. Und es war eigentlich, ich war ja eigentlich auf der Suche nach Jutefasern und nicht nach irgendwelche Ankerpunkte. So, und wir betreten einmal den Unterschlupf. Und mal schauen, vielleicht können wir ein paar Gegenstände verkaufen. Gerade was wir geklaut haben. Und ja, jetzt sind wir aber erstmal in der Warteschlange. Haha. Und ich guck gerade, ja, 1:38 ist die Aufnahme schon. Aber ist auch nicht schlimm. Kein Problem. Ja. Nein, ich verstehe. Ich bin hier, falls ihr eure Meinung ändert. So, wir haben hier natürlich wieder ein Bücherregal. Der Fall Trinimax. Das haben wir, glaube ich, schon gelesen. Oder? Nee, ich glaube nicht. Also ich werde wirklich mal... Entschuldigung. Ich glaube, ich müsste wirklich mal eine Auflistung machen mit den Büchern. Und das werde ich gerade mal eben schnell das Buch aufschreiben. So. Der Fall Trinimax von dem Glaubenslosen. Um Malakas wirklich zu verstehen, müssen wir uns die Geschichte von Trinimax Fall in Erinnerung rufen und die Ereignisse, die zu seiner qualvollen Entstehung führte. Während der meretischen Ära kehrte ein Kult altmerischer Abweichler dem allgemein anerkannten Glauben der Sommersend-Insel den Rücken und folgte einem jungen Propheten namens Velos. Boetia hatte in Träumen und Visionen von Velos gesprochen und ihn dazu gebracht, eine neue altmärische Sekte anzuführen, die daran glaubten, dass Sterbliche in den Rang von Göttern aufsteigen können. Die Priester von Trinimax verdammten ihren Augen blasphemische
neue Sekte und drohten ihr mit der Verbannung, falls sie sich nicht von Velos abwende. Als die Priester ihr Urteil sprechen wollte, erschien Boetia, die Trimimak verschlungen hatte und die Trinimaks Stimme die Lüge in Trimimaks Lehren offenbarte. Zufrieden damit, dass die Priester angesichts seiner Offenbarung geschämt und gebrochen waren, entledigte sich Boetia Trinimax vor der versammelten Menge, um eine Schmach endgültig zu machen. Wir wissen nicht, wie Trinimax besiegt wurde, aber angeblich hat Boetia Trinimax Geist nach dessen Niederlage verschlungen und ihn in ihrem Bauch gefoltert. Als Boetia es leid wurde, Trinimak zu quälen, entließ sie ihn aus seinem Gefängnis und verbannte ihn auf eine Ebene voll mit lebensfeindlicher Asche. Nach dieser Folter und Entehrung war Trinimak verformt und Wut erfüllt. Trinimak verging und wurde als Mauloch, Gott der Flüche, wiedergeboren. Da dieser nur Rache im Sinn hatte, folgten seine ergebensten Anhänger seinem Beispiel und wurden zu den Orsimer, die dazu verdammt waren, in der Verbannung herumzuirren, ein Volk ohne Bleibe. Okay. Nein, und natürlich habe ich das euch noch gar nicht vorgelesen. Zum Glück, gerade auch für uns. Und hier ist noch ein Bücherregal, die fünf Spitzen des Sterns. Von Sigilla Parat. Prophezeiung ist ihre Provinz. Und das von der Königin des Nachthimmels Vorhergesehene muss eintreten, auch wenn es der sterblichen Voraussicht nur noch so undeutlich erscheinen mag. Denn nicht alle Sterblichen besitzen das Geschenk der Kristallvision. Noch können sie die Wahrheit immer ertragen. Morgendämmerung ist die Zeit der Bedrohung, wenn Asura uns mit Weisheit und Bestimmung berührt. Dann sprechen wir das Gebet der Führung und zittern vor Angst, dass es erhört werden mag. Rosa ist ihre Farbe, die Rose ihre Blume und Mondschatten ist ihre Bleibe, so wie die Sonne aufgegangen ist. Wenn wir uns dann mittags um unsere sterblichen Notwendigkeiten kümmern, bewahren wir immer einen Teil unserer selbst für den Sonnenuntergang. Zur Abenddämmerung wenden wir unsere Hände Asuras Befehlen zu. Dann preisen wir sie mit unseren dunklen Abendtaten und ehren sie mit der Züchtigung von Zuwiderhandlungen. Schicksal ist das Buch, in das sie schreibt, um unseren Wert und unsere Untreue einzutragen, denn durch unsere Taten verdienen wir ihre Anerkennung oder ihre Verachtung und wir lesen unser Schicksal in ihrer Prophezeiung. Okay. Verbannt aus der Verbannung, Band 7. Nein, das haben wir, glaube ich, nicht, weil sonst hätten wir das nicht bekommen, also diesen Bonus nicht bekommen. Aber wie gesagt, ich mache jetzt mal eine Liste. Ist auch besser. Weil dann weiß ich wenigstens, was ich vorgelesen habe und was nicht. Und es ist auch viel sinnvoller dann. Von Yasra al-Ashaba, Steine aus Sand und Sumpf. Nachdem der Lichfürst von Gideon besiegt war, machte ich mich nach Norden. Dabei machte ich in Sturmfeste Halt, um mich ein letztes Mal von den Hist und ihrem Volk zu verabschieden, bevor ich ihren trostlosen Sumpf hinter mir ließ.
Mein erstes Nachtlager im südlichen Morrowind schlug ich in einem großen Pilzwald auf. Als ich gerade einen frischen Nixbraten über meinem Feuer drehte, fiel mir etwas inmitten der Felsen und Steine bei meinem Lager auf. Mehrere große Felsbrocken standen ein wenig abseits, aufgerichtet von unbekannten Händen. Und das schon vor vielen Jahrzehnten, wenn nicht Jahrhunderten. Der größte und mir am nächsten stehende Fels ist der Grund, warum ich das hier niederschreibe. Als Kind nahm Vater mich einmal mit zu den Ställen von Fürst Asvala, wo wir die Steuern unseres Stammes entrichteten und die glotzenden Blicke der Geächteten ertrugen. Auf dem Weg dorthin wurden wir von einem gewaltigen Sandsturm überrascht und wir mussten in einer Höhle Schutz suchen. Tochter, sagte mein Vater, sucht Wasser in der Höhle, wie ich es euch gelehrt habe. Mit einem Ja, Vater, machte ich mich auf den Weg tiefer in die Höhle. Dort drin gab es kein Wasser, aber in einer großen offenen Grotte tief unter den Ställen fand ich etwas Beeindruckendes. In der Mitte der Grotte befand sich riesige Steine, in die seltsame, mir unbekannte Wörter geschlagen waren. Ich hatte das Gefühl, dass sie nach mir riefen. Ich streckte die Hand aus und berührte den Stein. In diesem Augenblick legte sich eine Hand über meinen Mund, die meine Schreie verstummen ließ und mir den Atem raubte, bis ich das Bewusstsein verlor. Als ich Stunden später wieder zu mir kam, sah ich das Gesicht meines Vaters. Seine Augen waren anders als sonst. Sonst war jeder Freude. Wir müssen diesen Ort hier verlassen, meine Tochter. Da werden noch mehr kommen. Vater hat mir nie verraten, welches Schicksal meine Angreifer ereilte. Angesichts der Flecken auf seiner Kleidung war es wohl ein übles Schicksal. Aber Vater, was ist mit diesen Steinen, diesen Symbolen? Dies hier ist ein gotteslästerlicher Ort, an dem Dämonenanbeter hausen. Schaut her, dies ist ein Wort in der dunklen Sprache der Dedra. Es bedeutet Kalthafen. Also könnt ihr euch meine Überraschung vorstellen, werter Leser, wenn ich in Morrowind den Stein im Schein des Lagerfeuers erblickte. Mein Bauch war voller Nixfleisch und ich Worte erkannte, die in derselben dunklen Sprache verfasst wurden, dieselben Worte, die ich als Kind gesehen hatte, und auf derselben Art Steine. Kalthafen ruft, Nieren gehorcht. Kalthafen ruft, Nieren gehorcht. Also jetzt im Nachhinein habe ich das doch schon vorgelesen. Ich verstehe. Und wenn ihr eure Meinung ändert. Ja. Wir reden mal mit Quen. Seid ihr wegen des Auftrags hier? Um jeglicher Verwirrung vorzubeugen, ja, wir teilen die Gewinne gerecht auf. Und nein, in diesem Punkt gebe ich kein Stück nach. Auftrag? Was für ein Auftrag? Wollt ihr damit sagen, ihr seid nicht wegen der Bekanntmachung hier? Lasst es mich erklären. Ich brauche eine Partnerin für einen schwierigen Auftrag. Es zahlt sich aus. Doch dazu muss man reisen. Und es ist auch nicht ganz ungefährlich. Klingt das nach etwas, was euch interessieren könnte? Klingt gut. Ich bin dabei. Bin ich wirklich? Ich bin so froh, dass ihr vorbeigekommen seid. Ich habe ein Schiff angeheuert. Trefft mich dort, sobald es losgehen kann. Hier, ich markiere es euch auf eurer Karte. Bringt ein paar Dietriche mit. Falls ihr keine habt, könnt ihr hier welche kaufen. Oh, und zieht euch warm an. Warum seid ihr überrascht, dass ich den Auftrag angenommen habe? Ich hatte noch nie eine Partnerin. Ich meine, bei all den anderen großen Aufträgen, die ich gemacht habe, habe ich immer alles allein durchgezogen. Oh, und das recht erfolgreich. Und die meisten Leute, mit denen ich gesprochen habe, meinten, das Treffen wäre zu weit weg. Ihr habt die Docks im von Waldheim auf meiner Karte markiert. Warum Grünschatten? Warum brechen wir nicht direkt von hier auf? Nun, ich habe im Vorfeld für ein Schiff bezahlt. Ich wusste ja nicht, wie weit ich reisen würde, um eine passende Partnerin zu finden. Also für den Auftrag, meine ich. Aber darüber können wir an den Docks sprechen. Wohin genau wollen wir? Besprechen wir die Einzelheiten, wenn wir uns treffen. Es ist nicht so, dass ich euch nicht traue. Ich bin nur... Ich glaube nicht, dass ich an diesem Ort einen guten Eindruck hinterlassen habe. Also nur, falls ihr noch Interesse habt. Das habt ihr, oder?
Natürlich habt ihr das. Ich scherze nur. Ah ja. Lebt wohl. Ja. Wir reden mal mit Greta. Wenn ihr nach Wissen sucht, seid ihr genau an die richtige Stelle gekommen. Ich bin die kenntnisreichste Vermittlerin des gesamten Unterschlupfs. Falls ihr jedoch für die Stadtwache arbeiten solltet, habe ich keine Ahnung, wovon wir hier reden. Ich suche nach Wissen über Margus Derius. Nun, Wissen ist mein Hauptgeschäft. Und Geschäfte sind immer gut. Was mich daran erinnert, dass ich niemals etwas umsonst herausgebe. Insbesondere kein Wissen. Tut mir einen Gefallen. Dann erzähle ich euch, was ich über Margus Derius weiß. Über was für einen Gefallen sprechen wir hier? Die beste Art. Die, die uns beide voranbringt. Erlaubt mir, ein Haus auf eurer Karte zu markieren. Darin findet ihr eine Kiste, die ein elegantes Wams enthält. Ich bin auf meine Kleidung bedacht und hätte gern dieses Wams. Bringt es mir und ich sage euch, was ich über Margus weiß. Okay. Also die will... ja... Was will die eigentlich? Die will eigentlich, dass ich was stehle? Was will er? Eschon dir! Hallo! Tausend Grüße, Reisende. Dies ist kein Ort für eine Vergnügungsreise. Ihr seid in ein Schlangennest hineingestolpert. Mhm. Doch seid unbesorgt. Eschon dir wird sich um euch kümmern. Tretet näher und lasst uns Geschäfte machen. Ihr seid Eschon dir, der Schmuggler. Ich muss euch etwas fragen. Mir ist Händler lieber als Schmuggler, aber nennt mich, wie ihr wollt. Ich befördere seltene und kostbare Antiquitäten, ohne Fragen zu stellen. Manch einer bezeichnet mich auch als den größten Kenner argonischer Relikte außerhalb von Schwarzmarsch. Also, wie kann ich euch heute helfen? Was könnt ihr mir über eine Person namens Margus Derius erzählen? Ah, ich kenne Margus gut. Wir handeln beide mit Antiquitäten. Er wandte sich gerade erst vor kurzem an mich. Er wollte Beratung, wisst ihr? Daher bin ich mit Margus derzeitigen Plänen vertraut. Gerne teile ich dieses Wissen gegen einen einfachen Gefallen. Natürlich kann ich ihn nicht einschüchtern, weil ich dafür noch keinen Talentpunkt habe. Das wird auch als nächstes passieren. In Ordnung, sagt mir, was ich für euch tun soll. Ich brauche ein Wamasu-Ei. Nicht nur irgendein Ei, wisst ihr. Ein bestimmtes Ei aus einem bestimmten Nest. Lasst mich den Ort auf eurer Karte markieren. Bringt mir ein Ei aus diesem Nest und ich sage euch mehr über Margus, als ihr womöglich wissen wollt. Ich bringe euch das Wamasu-Ei. Braucht nicht so lange, ich will schließlich ein Ei und keinen Schlüpfling. Mögen 100 Formen des Glücks euch eure Tage versüßen, Reisende. Ja, lebt wohl. Also das gefällt mir gerade nicht. Also, was heißt, es gefällt mir nicht? Es ist einfach nur, ja, wo ich selber sage, das Schmieden schwerer Rüstung, das habe ich, glaube ich, schon mal gelesen. Ja, das habe ich schon mal gelesen. Ich schreibe es mir auch gleich direkt auf. Aus dem Grund schon alleine, weil ich das schon gelesen habe. Und daher, ja, das habe ich schon mal gelesen und ich will nicht alles doppelt lesen, weil ich habe schon ein Buch von doppelt gelesen, was mir auch wirklich leid tut. Netsch, Netsch, überall Netsch, das habe ich auch schon gelesen, das weiß ich. Praktikum der Alchemie, ja. Auch das habe ich schon gelesen. Deswegen notiere ich mir das gerade. Oh, und wir gehen in die Inni. Ist das nicht super? Jetzt gehe ich mit euch die erste Dungeon in The Elder Scrolls Online. Ah!
Wunderbar. Da freue ich mich natürlich sehr darauf. Jetzt müsste es auch nur noch laden. Lad doch mal. Laden. Okay, kann sich um Stunden dauern. Hahaha. Natürlich um sehr viele Stunden. Wir sind gleich bei der zweiten Stunde. Das ist wirklich, wo ich sage, wow. Wir reden jetzt erstmal. Hab Dank für eure Hilfe, aber hier wimmelt es von Dedra. Ihr solltet gehen, wenn euch euer Leben lieb ist. Wer seid ihr? Ich bin Hüter Sirion, der Wärter der Verbannungszellen. Die Dedra haben meinen Gefangenen Sippenhochfürst Rilis XII. Geholfen, aus seinem Gefängnis zu entkommen. Rilis ist ein unsterbliches Phantom, das über mächtige Zauber gebietet. Ihr solltet zur Oberfläche zurückkehren und Tamriel warnen. Ich kann euch helfen. Meint ihr das ernst? Ich muss mich ein bisschen beeilen, weil die Leute hier schon angreifen. Leider, schade eigentlich, weil ich wollte eigentlich euch vorlesen, aber leider geht das nicht aus dem Grund schon alleine, weil ich hier kämpfen muss. Schade eigentlich, weil ich, ja, weil ich eigentlich nicht wirklich so. Ui, ich habe einen Rohlederwams bekommen. Hey, das ist ein Kristall. Schade eigentlich, weil und natürlich werde ich mal nicht eben schnell heilen. Ja, wir sind zwar in einer Instanz, aber ich kann leider nichts vorlesen, was eigentlich sehr schade ist. Und es tut mir auch leid, wenn ich euch nicht vorlesen konnte, weil normalerweise bin ich darauf bedacht, wirklich zu lesen. Und in dem Fall, ist halt doch. Ich glaube, ich war nicht weit genug. Ja, jetzt bin ich gerade festgefroren. Arildur, ihr lebt! Das tue ich, obwohl es mir schon besser gegangen ist. Aber was ich jetzt erstmal sammle, ist hier so wie er uns heute entkommen ist, hätte er uns die Säcke nicht entkommen können. Wir plündern, die ich auch plündern kann, solange man mich auch natürlich lässt. Aber
leider ist es halt doch nicht so, dass ich wirklich Zeit hätte, weil die Leute rennen hier schon rum. Und ja, es ist halt gerade ein bisschen ärgerlich, weil ich ja halt nicht vorlesen kann diesmal. Oh. Und von daher, ja, ist halt so. Aber ich bin mit euch das erste Mal in eine Instanz, worüber ich mich auch freue, weil ich glaube nicht, dass irgendjemand, der jetzt schon Let's Play gemacht hat, irgendwie auf irgendeine Art und Weise schon in die Instanz gelaufen ist oder in die Verliese. Und es ging ja doch recht zügig, wenn ich ehrlich bin. Ging das ja recht schnell. Man kann seinen Mut auf einfachere Art beweisen, Sterbliche. Kehrt um! Oder ihr werdet das Schicksal der Hüter teilen. Ja, aber ich freue mich halt trotzdem mit euch hier in die Instanz zu gehen, wenigstens etwas, was ich machen kann. Natürlich dauert das wieder. Oh. Natürlich, dieses verdammte Beat. Ja, das ist jetzt Verbannungszelle 1. Natürlich schaltet man mit jedem Level auch Verliese ab, natürlich. Toll. Natürlich kümmern wir uns erstmal um den Schatten. Ja. Ich bin so aufgeregt. Yay. Ja. Natürlich erstmal hier um den Schatten natürlich. Oh, das war nicht der Schatten. Das war dieses Speed. Ups. Aua. Also, der macht wirklich recht viel Schaden. Also, so sieht die erste Instanz aus, die man halt, je nachdem wo man halt ist, weiß ich, dass es eine ganz andere, für die Unerschrockene eine andere Verlies ist, für die Unerschrockene natürlich. Und je nachdem wo man halt startet oder in welcher Stadt man ist, kriegt man halt andere Verließe. Natürlich werde ich auch gucken und mich auch bemühen, dass ich mit euch auch in anderen Verließen reingehe. Aber dann werde ich das zufällig dann machen, aus dem Grund, weil man dafür auch Bonusse bekommt. Und ja. Ich frage mich gerade mal, wo mein Bär abgeblieben ist. Oder ob der gestorben ist? Keine Ahnung. Ja. Oh. Muss mal eben plündern.
6 Gold. Also ich kriege eigentlich, klar, jetzt würde jeder sagen, ja, man kriegt halt zu wenig Gold, aber man kriegt ja auch noch von den Quests auch noch Gold. Also dürfte das eigentlich kein Problem dann darstellen. Ich frage mich auch sowieso, wo die meisten dann das Problem dann sehen, weil man kriegt ja eh das Gold. Von woanders. Und wenn ich jetzt nicht aufpasse und mein Heiler mich jetzt nicht mal hier langsam heilt, bin ich gleich tot. Die erste Instanz und ich bin gleich down. Es ist Voran hier. Arildur, kümmert euch um ihn. Beim entbührischen Licht. Hoffen wir, dass er noch lebt. Ja. Wurde er getötet? Er ist kein Muster an Wohlbefinden, aber er lebt. Seid ihr zufrieden, Sirion? Ich möchte den Sippenhochfürsten verfolgen. Geduld, Arildur. Ihr müsst ihn heilen. Und Emiriel wird immer noch vermisst. Wir brauchen sie, um uns Rilis zu stellen. Ja, dann gucken wir mal auch eben, was in der Truhe ist. Super. Klasse. Also, das hat sich doch echt gelohnt. Natürlich rennt wieder einige wieder vor und man muss hier echt hinter den Leuten herrennen und ja, in WoW ist es auch nicht gerade anders, wenn man wo ihr euch dran erinnert, musste ich mich ja auch beeilen, ich konnte ja auch nicht gleich die Instanzquest, ja, konnte ich ja auch nicht vorlesen. Aus dem Grund ja schon alleine, weil halt, weil die Leute ja auch meinten, vorrennen zu müssen und, ja, das ist eigentlich schade, weil eine Freundin hat mir gesagt, zu Classic-Zeiten haben sie sich, etwas Zeit gegeben und sind nicht gleich durch die ganzen Gegenden gesprungen oder gerannt, so gesehen, ja, gerannt. Und ja, ist es eigentlich, wo ich sage, schade eigentlich von alleine, weil, ja, weil man halt dadurch vieles dann nicht machen kann, so, weil, wisst ihr, was ich meine? Weil zum Beispiel würde das Vorlesen entfallen und hätte ich jetzt nicht schnell gemacht, dann wären die alle hier schon durch und ich wäre immer noch mit der Questannahme. Und ja, es ist eigentlich dann schade, aus dem Grund schon. Und ja, aber wie gesagt, man gibt halt sein Bestes und klar, es war mir auch schon von Anfang an klar, wenn wir in einer Instanz gehen, dann wird das so sein wie in World of Warcraft, dass ich halt nicht wirklich vorlesen könnte. Ja. Ist halt einfach nur, wo ich sage, schade, schade, schade. Wie halten wir ihn gefangen, wenn wir ihn besiegen? Aber okay. Er ist schon einmal entkommen. Wenn wir dädrische Magie kontrollieren könnten, dann wäre das vielleicht nicht passiert. Was denkt ihr, Sirion? Feuer mit Feuer bekämpfen? Seid still, Voranil. Mit diesen Gedanken beleidigt ihr euer Erbe. Gefällt euch das Schicksal des Sippenhochfürsten so sehr? Wir folgen meinem Plan und teilen seine Essenz zwischen uns auf. Er kann seinem Gefängnis nicht entkommen, wenn er nicht ein Ganzes ist. Wir haben Glück, dass keiner tot ist, aber vor seiner Flucht ist es nicht so. Na, leider kann ich nicht, weil die meisten, die rennen hier, sind ja schon vorgerannt und machen schon alles platt. Und daher,
Und ich habe keine Lust, gleich rausgeschmissen zu werden, weil ich dir nicht helfe, Schaden zu machen. Was auch wieder doof ist, weil... Ja... Weil ich doch irgendwo schon möchte, dass wenn, dann auch richtig und nicht so schnell gut ist. Und was an war, ja. Das ist halt, wo wir uns hier, ja, also die warten. Ich glaube, die haben vielleicht mehr Geduld, ja, als in World of Warcraft, weil du wirst ja da wirklich dann sofort rausgeschmissen. Und ja. Und hier ist es ja so, dass die höchstwahrscheinlich noch mehr Geduld haben als, ja, als jetzt, wo, wie gesagt, in World of Warcraft halt. Obwohl die erste Inni war ja auch noch recht einfach und wo man ja selber noch gedacht hat, ja, okay, komm, so schlimm ist es. War die erste Instanz ja bei World of Warcraft ja nicht. Im Gegenteil. Aber das ist halt dieses ganze Vorrennen und wer, gerade wenn Tanks meinen, es eilig zu haben, dann sowieso, dann rennen die weit vor. Ich habe das auch schon von einer anderen Spielerin, die World of Warcraft, da hat sie mich auch zu Gast angeschrieben und hat gesagt, dass ein World of Warcraft ist das mittlerweile so extrem, dass die Leute oder der Tank meilenweit vorrennt und der egal ist, dem der oder die es egal ist, ob die, der Heiler oder die Heilerin, jetzt ist in dem Fall von der Freundin halt Heilerin, weit hinten steht und er ist schon weiß der Geier wo wohin ja es sind die Außenseiter. Voll also haben die Hüter Angst mir gegenüberzutreten. Das ist echt ihr werdet an ihrer Stadt sterben. Ja, es ist wirklich, wo ich sage, verdammt, sie hat schon mehrmals die Situation ja auch gehabt, dass ja, dass sie, dass der Tank von ihr, wo sie in der Instanz war, weil der so weit vor war, ist er dann halt gestorben und er hat dann sie halt dafür verantwortlich gemacht, aus den Gründen schon alleine, ja, warum hast du nicht geheilt, wie kannst du nur und hier und da und schäm dich, noch ein, kommt das nochmal vor, dann wirst du halt ausgewechselt durch einen anderen Hype. Und andere Spieler haben halt wirklich gesagt, pass mal auf, du rennst hier kilometerweit vor, ohne zu gucken, wo der Heiler oder die Heilerin bzw. Heilerin abgeblieben ist. Ja, und beschwert dich, wenn du stirbst. Ja, und da hat sie dann halt ihr gesagt, wisst ihr was, ich habe darauf keine Lust mehr. Das ist in einer Instanz ist der Tank fünfmal deswegen gestorben, weil er zu weit nach vorne gerannt ist. Ja, und sie wurde dann von dem Tank halt rausgeschmissen aus der Instanz. Und habt ihr nicht gemerkt, dass der Pakt, den ich eingegangen bin, mich beschützt vor dem Tod? Ignoriert seine Worte, Hüter. Beginnt mit der Trennung. Ich bin nicht sicher, ob das funktionieren wird, Sirion. Ja, und auf jeden Fall war es dann halt so, dass sie da deswegen ja halt rausgeschmissen wurde, aus dem Grund. Aber von sterblichen Altmar erwarte ich nicht.
Ja, Alter, es hat den anderen DDs halt nicht gepasst, dass er zwei hat es halt nicht gepasst, dass an eurer Seite hättet. Dass halt die anderen den die Heilerin halt rausgeschmissen haben und sie hat gesagt, ja. Die Hüter der Verbannungszellen verdammen Lilis den Zwölften zu unendlicher Gefangenschaft. Ja, und dann war es halt so gewesen, dass sie gesagt hat, weil kein neuer Heiler da anwesend war, wollte man, dass sie wieder zurück in die Instanz, also in die Dungeon kommt, und da hat sie gesagt, nein. Und ich finde das auch richtig. Wird euer neues Gefängnis ihn halten? Dafür werde ich sorgen. Dank euch wird Rilis Tamriel nie wiedersehen. Wenn er an die Oberfläche geflohen wäre, wäre es fatal geworden. Okay. Ihr wart ein Segen für uns. Wir Hüter hätten unsere Leute im Stich gelassen, wenn ihr nicht gewesen wärt. Wir müssen Rilis Gefängnis immer wieder verbessern. Aber selbst die Dedra sollten Probleme haben, ihn von vier Bindungssteinen zu befreien. Ja, und wie gesagt, und dieser Tank hat das, wo bin ich hier? In grauer Vorzeit wurden die schlimmsten Übeltäter meines Volkes hier zur Strafe eingekerkert. Heute gibt es nur noch einen Gefangenen in den Verbannungszellen. Sippenhochfürst Rilis der Zwölfte. Rilis ist zwar schon lange tot, aber sein dädrischer Pakt hält ihn in Nirn. Und so blieb er bis zum heutigen Tag hier gefangen. Okay. Wiederhören. Ja, und auf jeden Fall war es halt dann so, dass sie, dass dieser besagte Tank, man glaubt es wirklich kaum, oh, ich habe eine Erweiterung des Inventars bekommen. Yay! Super! Ja, und dieser besagte Tank, der das halt, gemacht hatte, hat sich das hat nochmal das in eine andere mit einer anderen Gruppe abgezogen und dann wurde er natürlich wurde er deswegen rausgeschmissen und er hat es halt da nicht verstanden, war auch direkt beleidigend. Und da wurde er dann halt darauf dann halt gemeldet, dass wegen Beleidigung und so. Ich weiß nicht, was aus dem Tank halt geworden ist. Also auf jeden Fall war es halt so, das hat die Freundin mir auch erzählt von einer anderen Spielerin, mit der sie gut befreundet ist, hat mir dann erzählt, dass sie dass er sowohl auch in bei denen vorgerannt ist und halt auch mehrmals gestorben ist. So, es kam sogar vor, es kam halt auch so, dass die anderen Spieler, die da waren, die auch direkt mitgestorben sind und ja, die haben sich dann deswegen über den Tank halt sehr drüber aufgeregt und er wurde halt auch gefragt, ja, warum er denn kilometerweit vorrennt, wenn doch der Heiler oder die Heilerin, also in dem Fall halt Heilerin,
doch noch nicht mal da ist. Und er sagt, ja, entweder haltet ihr Schritt, mein Tempo halt mit, oder ihr könnt zusehen, wo ihr bleibt. Was eigentlich, wo ich dann sage, das ist eine, weiß nicht, eine Frechheit noch von dem Spieler, der wirklich meint, ja, ich bin Tank, ihr müsst das machen, was ich sage und auch euch beeilen und ob der Heiler kein Mana mehr hat, ist ja auch dann egal, Pech gehabt, er muss trotzdem, sie muss dann halt trotzdem heilen. Und das hat halt keiner eingesehen und da gab es halt, da haben die Spieler das dann, oder die Gruppe dann ihn rausgeworfen, also per Abstimmung, haben sie dann ihn halt rausgeschmissen. Ja, und in dem Punkt, wo, das hat ihm, wie gesagt, nicht gepasst und hat halt in dem Punkt dann halt die Spieler beleidigt und dann wurde er halt auch gemeldet. Und ja, aber es ist ja nicht nur dieser eine Spieler, der das macht, sondern es sind auch noch andere, die das machen. Aber er war ja war halt so, dass er, ja, wer nicht mit, ich renne jetzt vor, egal wo der Heiler ist oder die Heilerin ist. Und ja, und das ist halt etwas, was gar nicht, es, sowas geht gar nicht, weil gerade für Leute wie ich zum Beispiel, die das Spiel nicht lange spielen, dass die dann trotzdem noch sagen, ja, weiß was, hier, wenn du das nicht so machst, wirst du rausgeschmissen. Und ich meine, die haben ja damals selber angefangen gehabt oder ja, angefangen und sind sich dann am Beschweren, weil, die, jetzt kommt's ja, weil die Neulinge nicht wirklich sich so beeilen, wie die es gern hätten. Ich meine, hallo, wenn jemand anfängt zu spielen, egal ob sie jetzt bei World of Warcraft oder wie hier auch, es betrifft ja auch bei mir beide Fälle, nicht nur World of Warcraft, sondern The Elder Scrolls Online, dann sollte man doch irgendwo eine gewisse Vernunft haben und Geduld auch, am Tag legen, wo man sagt, okay, komm, so wie sie aussieht, kann sie, okay, das kann man nicht von allen Spielern sehen oder merken, ob jemand jetzt neu angefangen hat oder nicht, aber wenn man, weil die meisten gucken ja eh, was hat die? Bei WoW weiß ich, das kann man ja machen, da kann man ja sehen, was für Rüstungsvergleichen halt. So, und da kann man das ja super vergleichen, ob jemand länger spielt oder nicht, aber man merkt es auch an der Spielweise, ob jemand jetzt lange das Spiel spielt oder halt nicht. Und es ist halt, wenn jemand sieht, oh, der ist nicht wirklich von, ist halt, macht, ja, wie soll ich das nennen, diese Anfänger-Gedöns, also diese, ja, zu langsam sein oder halt, so wie ich jetzt, alles plündern, was nicht nied- und nagelfest ist, dass die dann sagen, okay, komm, weißt du was, derjenige ist halt, könnte ein Anfänger sein, dann hat man Geduld und sagt, okay, weißt was, hier, komm, wir lassen uns diesmal Zeit, damit sie auch mehr von dem Spiel hat. Und auch wenn wir dann halt viel Zeit dafür brauchen, ist es ja nichts Schlimmes. Ist ja nicht so, dass diese Person das mit Absicht tut und sagt, ja, hier, Dings. Okay, klar, man könnte ja auch theoretisch gesehen sagen, passt auf, ich spiele das Spiel nicht allzu lange, ich spiele das so und so viele Tage. Ich muss erstmal damit klarkommen, es ist meine erste Instanz oder besser gesagt Dungeon. Könnt ihr mir ein paar Tipps geben oder könnt ihr auch geduldig mit mir sein, damit ich hier soweit die Klasse, die ich spiele,
auch soweit verstehe. Und na, man kann es ja auch darauf ansprechen und sagen, hier, pass mal auf, hier, ich habe neu angefangen und ich will jetzt mit. Trotzdem mitmachen. Könnt ihr nicht einfach ein bisschen langsamer machen für mich, so dass ich wenigstens gucken kann, ob ich mit der Klasse zurechtkomme, auch wegen den Attacken und. Das ist alles kein Problem. Aber es gibt dann halt diese Vollpfosten, Entschuldigung, wenn ich das sage, Vollpfosten, die meinen, kilometerweit vorzurennen, wo der Heiler oder die Heilerin, besser gesagt, sehr weit andersweitig ist. Und ja, es ist dann halt wirklich dann so, dass dann halt der Tank stirbt. Aber es gibt demjenigen nicht noch das Recht oder zusätzlich noch das Recht, die Spieler auf unterster Niveau zu beleidigen. Das geht mal gar nicht. Ich meine, klar, ich hatte auch einen Tank, der auch nicht extrem vorgerannt ist. In der Todesmine war das bei World of Warcraft. Der ist ja nicht extrem weit vorgerannt. Aber es war schon, wo man wirklich hinterherrennen musste und wo ich selber gesagt habe, hallo. Und ich habe aber auch den Fehler gemacht, ich habe nicht gesagt, hier, pass auf, ich spiele das Spiel seit 10 Tagen an. Und ja, das ist dann halt, weil man dann denkt, ja, ist so gut. So, versteht ihr, was ich damit sagen will? Ich will ja damit nichts Böses oder sonst was, aber ich finde, dass sich viele Spieler, die schon länger spielen, und es kommen ja nun mal neue dazu, ist halt so. Egal, ob es bei The Elder Scrolls Online ist oder bei World of Warcraft oder bei den anderen Spielen, es kommen immer neue Spieler dazu, die das Spiel auch gerne spielen wollen. Und dann kommt halt dann die Situation, wo dann gesagt wird, wo der Tank wirklich so gesehen eigentlich ein Miststück ist. Wenn ich das jetzt mal so sage, ne? Und dann noch sehr beleidigend oder beleidigt ist, nur weil man nicht schnell genug ist. Also, es geht gar nicht. Also ganz ehrlich, da muss wirklich mal von vornherein auch mal gesagt, das muss halt mal gesagt werden, weil aus den Gründen ja schon alleine, es ist so, wie es nun mal ist, es sind nicht alle Spieler so, wie die jetzt sind oder auf dem Stand, weil es sind, kommen wirklich nun mal, ich wiederhole mich auch jetzt gerade, es kommen nun mal wirklich viele neue Spieler dazu, aber wir sind jetzt, glaube ich, über die 2. Stunde. Ja, 2 Stunden und 29 Minuten. Ich würde hier ab hier jetzt erstmal mich verabschieden. Und ja, wie gesagt, das war nicht die erste Inni, die wir gehen. Das war auch nicht die letzte Inni. Es werden auch mehrere Instanzen dazukommen. Und ja, lasst doch bitte ein Abo da, ein Däumchen nach oben. Ich würde mich halt sehr darüber freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt The Elder Scrolls Online. Und dann gehen wir hier auch, wo wir jetzt im Moment sind, werden wir jetzt noch mit dem Khajiit in der nächsten Folge reden. Und ja, mal gucken, was wir so herausbekommen und was wir dann noch alles zu erledigen haben. Wie gesagt, die Jobs, Quests haben wir ja alles gemacht. Und ja, ich freue mich, wenn ihr wieder beim nächsten Mal einschaltet und wie gesagt, abonniert meinen Kanal. Ich würde mich wirklich sehr darüber freuen. Und ich sag mal, bis demnächst. Wiedersehen.